Hallo und herzlich willkommen zu diesem spannenden Thema Narzissmus und Narzissmusopfer. Ich habe dieses Video, also genau das jetzt mit dieser Folie, die ich dir oder mit diesen Folien, die ich dir zeigen werde, vor circa 6 oder 7 Monaten schon mal gemacht. Es waren insgesamt 4 Videos. Ich habe da einmal Folgevideos dazu gemacht und da waren es insgesamt 4 Videos zu diesem Thema. Ich glaube, es ging fast insgesamt 4 Stunden. Diese ganzen, also Beiträge, die ich da geliefert habe. Ich habe es dann irgendwann vom Netz genommen, weil es gab so viel, man nennt es Shitstorm, also einfach so viel, ich sag mal, komische Kommentare, wo ich dachte, wow, die Leute, die es geschrieben haben, haben überhaupt nicht kapiert, um was es geht. Natürlich habe ich dann geprüft, okay, vielleicht habe ich es zu provokativ rübergebracht, vielleicht habe ich es falsch rübergebracht. Also es hat ja auch immer was mit mir zu tun. Und irgendwann wurde es mir dann zu blöd. Ich dachte mir, ich betreibe hier einen Wahnsinnsaufwand, stundenlange Arbeit, tagelange Arbeit, es hat über 2 Tage gedauert, all diese Videos. Und dann muss ich mir da auch noch so Mist anhören, dachte ich mir, also was soll das? Und habe es dann einfach gelöscht. Jetzt ist es so, ganz, ganz viele Leute haben mich angeschrieben. Ich weiß nicht, ob es über 100 waren, aber es ist eine unendliche Zahl, auch über Facebook. Wo bleibt dieses Video? Was ist damit los? Manche haben geschrieben, ich kann ohne dein Video nicht leben. Dachte ich, ist das jetzt ein Scherz? Aber da diese Anschriften und die Anfragen immer wieder kamen und ich dann noch ein bisschen recherchiert habe, dachte ich, wow, das ist ja wirklich ein extrem wichtiges Thema. Und es gibt anscheinend gar nicht so viel darüber. Ich muss zugeben, ich habe mich damals vor dem Videowunsch, war ein Wunsch von einer Dame, die sich das Thema gewünscht hat, und ich habe mich da vorher gar nicht wirklich schlau gemacht. Was ist denn jetzt Narzissmus wirklich? Was gibt es da für Bezeichnungen? Maligne, debitent. Ich wusste das alles gar nicht, weil mich interessieren solche Sachen überhaupt nicht. Denn ich schaue immer dahinter, was macht ein Narzisst, wenn ja jemand diese Störung hat. Ich meine, ich weiß es ja, ich kenne es ja, ich habe es in meiner täglichen Arbeit schon. Oder eben hauptsächlich, was macht Narzissmusopfer aus oder was erlebt ein Mensch, der sagt, ich bin mit Narzissten zusammen? Ich meine, das Thema kenne ich ja, das habe ich in meiner täglichen Arbeit seit über 25 Jahren. Nur was da drum für Philosophien und Theorien gibt, das hat mich nie interessiert, interessiert mich immer noch nicht. So. Jetzt aufgrund dieser vielen, vielen Zuschriften dachte ich, okay, jetzt mache ich dieses Video nochmal. Ich habe das den Leuten versprochen und jetzt, ja, jetzt ist es soweit. Vielleicht als Vorabinformation, sonst vergesse ich das wieder, jetzt haben wir 28, jetzt im Moment, wo ich das drehe, ist 28. Februar 2018. Ich weiß jetzt nicht, wann ich es wirklich veröffentliche, wenn ich Zeit habe, das dann noch fertigzustellen. Aber soweit ich weiß, gibt es Ende März 2018 ein Buch und es heißt Ein Narzisst packt aus. Ich habe das schon gelesen, weil ich habe da auch einen Kommentar, auch ja, also das Nachwort geschrieben oder ich wurde gefragt, ob ich es mache und auch einen Teil zu dem, was ich dir jetzt hier auch zeige. Und da habe ich gesehen, dass da wirklich hochrangige Persönlichkeiten aus diesem Bereich, ein Professor und wirklich Leute, die sich wirklich mit dem Thema professionell und wissenschaftlich beschäftigen, da eben auch publizieren, also schreiben im Buch. Habe ich schon gesagt, was heißt? Ja, ich glaube, ein Narzisst packt aus. Das wird irgendwann, also Ende März 2018, soweit ich weiß, veröffentlicht, falls das dich interessiert. Wenn es dann soweit ist, werde ich vielleicht nochmal kurz das Video dazu machen. Und wenn du es jetzt später wie Ende März siehst, das Video, dann wirst du ja schon auf dem Markt sein. Dann werde ich auch einen Link unten hin machen zum Verlag oder was auch immer. Weiß ich jetzt auch noch nicht. So, also, ist ein total spannendes, wichtiges Thema. Ich werde jetzt hier ganz viele verschiedene Aspekte aufzeigen. Ich werde schauen, dass ich all das, was ich in diesen 4 Stunden damals gemacht habe, zusammenpacken kann. Und ich hoffe, dass es nicht so lang geht, weil eines der Videos ging schon 1 Stunde 40. Und das war schon sehr lang, wobei ein Spielfilm geht manchmal 2 Stunden. Und wenn einem das Thema interessiert, ist es ja nicht so lang, zumal man es hier pausieren kann. Wow. Jetzt möchte ich nicht lange rumlabern. War einfach eine wichtige Vorinformation, auch dass du ein bisschen Bescheid weißt. Wir machen es so wie damals, oder ich mache so wie damals, wir starten gleich mal mit einer Übung. Die Übung dient dazu, dass du im Laufe dieses Videos jetzt einfach weißt, woran du bist und natürlich weißt, von was ich spreche. Sonst ist es zu theoretisch. Und die Übung hat damit zu tun, wie du siehst, steht hier, schließen Sie Ihre Augen. Also bitte schließ jetzt mal für einen Moment, wenn du es mitmachen möchtest, deine Augen oder schau auf den Boden. Ich mache es nur kurz, sonst dauert es zu lange. Die Idee ist, wenn du dich nach innen wendest, also deine Augen schließt, dich für einen Moment nach innen richtest, konzentrierst und an was jetzt Aushaltbares, Negatives denkst. Denk jetzt mal bitte an irgendwas Negatives.
Es kann Strafzettel sein, also was relativ nah noch da ist, dass du dich besser erinnern kannst. Kann Strafzettel sein, es kann, ach, was auch immer sein. Im Supermarkt hat sich jemand vorgedrängt. Das kann im Beruf, es kann privat sein. Nimm jetzt was, schließ deine Augen und stell es dir einfach mal vor deinem inneren Auge, wie es aussieht, was du da siehst. Und wenn Sound eine Rolle spielt, was du hörst. Und der wichtigste Punkt ist jetzt, Aspekt ist jetzt, was fühlst du dabei? Versuch also jetzt mal, in dich hineinzufühlen. Versuch herauszufinden, wenn du die Bilder siehst, die Geräusche hörst, die vielleicht eine Rolle spielen, was fühlst du jetzt? Was fühlst du in diesem Moment und wo im Körper? Ich mache zum Beispiel, du nimmst deins einfach, lass dich jetzt nicht zu sehr ablenken, aber nur falls du gar nicht weißt, was ich möchte, mache ich zum Beispiel. Nehme an, heute Morgen hat dich jemand im Straßenverkehr geärgert oder jemand im Supermarkt an der Kasse sich vorgedrängt, wann auch immer. Dann hast du das gesehen, da war jetzt vielleicht kein Sound maßgeblich, also keine Sprache, aber du hast was gesehen und dein Gehirn sagt, okay, das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Das ist das, was innerlich abläuft. Und dann passiert was im Körper und darum geht es mir jetzt. Es gibt eine Energie im Körper, entweder du kriegst einen Druck im Hals oder ein Losgefühl. Du kriegst Druck auf der Brust oder einen Druck oder Ziehen im Magenbereich. Kann sein, dass du spürst, deine Atmung wird flacher oder schneller, der Puls geht hoch. Was auch immer du wahrnimmst, versuch es jetzt mal wahrzunehmen und zu lokalisieren. In deinem Körper gibt es eine Art Druckveränderung. Das ist der gemeinsame Nenner hinter all den negativen Situationen, die du erlebst. Ob du es jetzt live erlebst oder nur in deinem Kopf dich darüber aufregst und es im Kopf erlebst, das spielt keine Rolle. Aber mach dir klar, jede negative Situation in deinem Leben hat eine Druckveränderung, eine Energieveränderung in deinem Körper zur Folge. Also, wenn du das jetzt nicht machen möchtest oder es jetzt nicht klappt, dann machst du nochmal getrennt oder nimmst dir als Übung. Immer wenn du was Negatives siehst oder hörst, also erlebst, passiert was im Körper. Das heißt, der Körper wird eng, du kriegst einen Druck im Bauch, Druck in der Brust, im Hals, was auch immer. Und dieses negative Gefühl hat automatisch Rückwirkungen auf dein Gehirn. Und dann regt man sich eben logischerweise über dieses negative Gefühl auf. Das heißt, niemand regt sich wirklich über etwas da draußen auf. Das heißt, wenn ich wenn mich jetzt jemand im Straßenverkehr die Vorfahrt nimmt, dann sehe ich das, mein Gehirn sieht es auch, aber ich reg mich jetzt nicht über denjenigen auf, der mir die Vorfahrt genommen hat, sondern über das, was mein Gehirn draus macht. Das sagt, vielleicht, das hätte nicht passieren dürfen oder was für ein unvorsichtiger Mensch oder Idiot und dann wird eben dein Körper eng. Das ist wirklich wichtig zu verstehen. Ich werde es hier zwar gleich zeigen auf dem Chart, aber ganz wichtig ist, Wahrnehmung ist immer eine Form von Projektion. Du kannst nichts wahrnehmen da draußen, außerhalb deines Kopfes, was nicht auf eine interne oder internale Projektionsfläche kommt. Hättest du noch nie ein Auto gesehen, du kommst vom Mars, hast noch nie ein Auto gesehen, dir hat auch noch nie jemand die Vorfahrt genommen und du fährst mit dem Auto und hast aber schon gelernt zu fahren und drückst auf die Bremse, dann erschreckst du vielleicht. Also erschrecken wird man auf jeden Fall. Nur du wüsstest nicht, was du damit anfangen sollst, weil du dir keine Vergangenheit hast, die dir sagt, da hat mir jemand die Vorfahrt genommen, das ist nicht in Ordnung. Also da komme ich gleich nachher drauf zurück. Es ist jetzt elementar, dass du das verstehst. Was auch immer da draußen passiert, wird immer, ich denke, das weißt du, in deinem Körper ein Gefühl auslösen. Und wir regen uns nie über das da draußen auf, sondern immer über das Gefühl in unserem Körper. Wäre das Gefühl nicht da, wüssten wir gar nicht, wie wir zu reagieren haben. Oder wenn man es invertieren könnte, da ist eine negative Situation, weil ich erschrecke, das ist für meinen Körper erstmal negativ, weil er erschrickt. Und ich würde lachen, ja, dann wäre es witzig, sag ich, heute Morgen hat mir jemand die Vorfahrt genommen, selten so gelacht. Ja, so ist es aber in der Regel nicht. So. Das war jetzt erstmal wichtig, auch wenn du die Übung jetzt nicht mitgemacht hast oder es dir zu schnell ging. Ich glaube, das ist dir klar, wenn irgendwas passiert und du sagst, ich habe so einen Hals. Ja klar, weil du einen Druck auf den Hals hast. Das sind immer die Gefühle im Körper, die uns nerven und stressen. Darüber regen wir uns auf. So, warum und was dahinter steckt, können wir jetzt uns gemeinsam mal angucken. So, also Frage erstmal, wie entsteht Narzissmus? Ich sage, guck ab und zu mal auf das Chart, dass ich weiß, was als nächstes kommt. Niemand wird als Narzisst oder als Narzissmusopfer geboren. Das gibt es nicht.
Die Kinder kommen ja als Säuglinge auf die Welt und sind unprogrammiert. Sie bringen natürlich, wir bringen Tendenzen mit, durch die Astrologie ja messbar. Und wenn man möchte und glauben möchte, aus früheren Leben einfach, Karma oder Schicksal, egal wie man es nennt. Das spielt jetzt gar keine Rolle. Bleiben wir einfach mal bei der messbaren Realität. Du musst es alles gar nicht glauben. Ich möchte dir einfach zeigen, erklären, auch wissenschaftlich belegt alles, was ich sage. Kannst du ja selbst recherchieren dann, wenn dir was komisch vorkommt oder das du nicht verstehen kannst oder glauben kannst, dann einfach immer nachgucken. Dann wirst du sehen, ja, ist alles wissenschaftlich fundiert, was ich sage und ist ja letztendlich auch überprüfbar. Darum geht es jetzt. Du solltest sie überprüfen können, dass es dir maximal hilft. Dabei ist es nicht wichtig, bist du Narzisst oder Narzisstin, die zuguckt, oder Narzissmusopfer. Das spielt jetzt keine Rolle. Beide oder jeder Mensch ist sehr herzlich willkommen. So. Also, wie entsteht ein Narzisst oder ein Narzissmusopfer? Ich werde es nicht zu weit ausholen jetzt hier, weil das habe ich, glaube ich, da im letzten Video dann so weit ausgeholt, weil das siehst du alles in meinen Videos. Die Videos zum inneren Kind und so weiter erklären das sehr, sehr ausführlich. Also, wollte ich jetzt zu schnell drüber gehen, das ist dir nicht klar, dann schau dir die anderen Videos nochmal an zum inneren Kind. Die habe ich nummeriert, 3.1, 3.2, 3.3, das sind drei Videos zum inneren Kind. Und dann, wenn du das dann verstanden hast, kannst du das ja, wenn es dir jetzt zu schnell geht oder zu komplex ist, nochmal anschauen. So. Also ich mache es relativ kurz, das ist das Leben, das ist ein Auf und Ab. So, das ist eine Sinuskurve, so nennt man das. Und so ist das Leben, es gibt ein Auf und Ab. So, wenn ich jetzt hier eine Nulllinie einzeichne, hier sind die Nulllinie, hier ist oben maximal 100% positiv, 100% negativ. Und auf diesem Planeten Erde geht es immer um Polarität oder Dualität, das heißt, es ist oben, unten. Es kann auch sein heiß, kalt, hell, dunkel, positiv, negativ und so weiter. So. Jetzt ist es so, wir sind immer von den Gefühlen abhängig. Ich denke, das ist dir auch klar. Jeder möchte gern positive Gefühle haben in diesem Bereich, das fühlt sich auf jeden Fall besser an, wie die negativen Gefühle. Und da haben wir schon ganz, ganz menschliches, ich sag mal sympathisches, so normales Problem. Wir alle, also wenn ich wir oder du sage, gilt es natürlich immer zu 100% auch für mich. Ich habe das gleiche, alte Bauteile im Kopf, das prähistorische Gehirn, das Reptilien da hinten, medizinisch nennt man Stammhirn, und das reagiert. Ich sage immer, wir Menschen haben gar keinen freien Willen, oder es klingt ein bisschen moderater, wenn ich sagen würde, wir hätten einen freien Willen, wenn wir in der Lage wären, diesen in Besitz zu nehmen. Da aber unser autonomes Nervensystem, gesteuert von diesem prähistorischen alten Bauteil, uns steuert, und zwar bevor wir es mitkriegen, haben wir nicht wirklich einen freien Willen. Denn du kannst ja gar nicht wissen, als Beispiel jetzt, du fährst irgendwo lang, da kommt jemand, nimmt dir die Vorfahrt, dann erschreckst du und dann trittst du auf die Bremse. Jetzt kann es noch sein, dass du Arschloch sagst oder so, das kannst du nicht steuern. Das kommt raus. Und das macht alles unser Überlebensreflex und das ist einfach normal, auch gut so. Es gibt nur Momente, wo man sagt, dieser alte Reflex oder dieses Bauteil grätscht mir jetzt doch gerade in die Parade, reagiert doch schneller, wie ich es eigentlich wollte und ja, da muss ich halt die Verantwortung übernehmen. Das würde ich aber alles genauer erklären, ist total spannend und werde dich grundsätzlich unabhängig von Narzissmus oder Narzissmus-Opferthema wirklich im Leben weiterbringen, wenn du das verstehst, weil ich hätte jetzt alles andere an Themen hinschreiben können. So, wir sind von diesen Gefühlen abhängig. Jetzt nehmen wir mal an, du bist im Bauch deiner Mutter noch, also ich gehe ganz weit zurück, noch messbar in diesem Leben, weißt du, du warst irgendwann im Bauch deiner Mutter und dort ist es schwerelos, beschützt, behütet. Du musst dich nicht um die Nahrung kümmern, hast du Vollpension, es geht über die Nabelschnur, du musst dich auch nicht um die Atmung kümmern. Es ist allerdings so, das Leben beginnt im Bauch der Mutter. Das heißt, immer wenn du auf der Welt bist, die meisten sagen dann, wenn du auf der Welt bist, bedeutet für sie, du bist aus dem Bauch der Mutter raus, also geboren. Nein, du bist schon auf der Welt, wenn du im Bauch der Mutter bist. Und dort passiert extrem viel. Ist auch alles erforscht, in der Zwischenzeit weiß man, das ist halt nur vielleicht noch immer nicht überall eins zugehalten, aber es ist alles erforscht, alles ganz klar. Die ersten 9 Monate oder egal wie lange du im Bauch der Mutter bist, sind extrem wichtig, entscheidend. In der Psychologie sind es die ersten 7 Jahre überhaupt, das nennt man die Prägungsphase. Davon sind die ersten 3 Jahre, wenn du aus dem Bauch draußen bist, noch intensiver, da bist du noch, kann man dich besser prägen, da saugst du noch mehr wie nasser Schwamm auf. Aber ganz, ganz wichtig ist, und das wissen viele nicht oder nehmen es nicht ernst, oder wissen es halt auch nicht, dann können sie es nicht ernst nehmen, dass die Phase im Bauch deiner Mutter extrem wichtig ist. Ist deine Mutter traurig, während sie mit dir schwanger ist, lebst du in der Hölle? Das zeige ich dir nachher auch nochmal. Ist die Mutter überrascht? Das heißt, der Arzt sagt, herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Und die Frau ist aber nicht darauf vorbereitet, weil es, ja, muss nicht ein Unfall sein, ist halt so.
Und ist es nicht vorbereitet, dann wird Ihr Gehirn total normal, und es ist einfach normal, es geht nicht um Schuld, sondern um Reizreaktionswirkung, um Logik, dann wird diese Frau vielleicht noch sagen, wow, ich liebe Kinder, ich möchte ganz viele. Ah, ist jetzt aber blöd, aber doch nicht jetzt. Ah, so ein Mist. Das Haus ist noch nicht fertig, Studium, die Ausbildung ist noch fertig, ich bin zu jung oder ich weiß nicht von wem. Dann ist doch die Frau logischerweise überrascht. Und ich nehme jetzt mal nur überrascht. Sie können auch sagen, so ein Scheiß, ich will keine Kinder, dann ist es deutlich negativ. Aber nur eine leichte Überraschung, das meine ich jetzt ernst, eine leichte Überraschung wie, oh, ich weiß nicht, das ist jetzt aber nicht sehr geschickt. Und wenn sie nach einer Sekunde sagt, juhu, ich freue mich, zu spät. Denn dieses Wesen fällt im Bauch der Mutter von 100% positiv auf 100% negativ als freier Fall, 200% Differenz ins Nichts. Warum? Die Mutter hört vom Arzt, die sind schwanger, das Gehirn hört, die Schallwellen kommen über die Luft, das wird im Innenohr dekodiert, also dekodiert wird es im Gehirn, das Innenohr wird aufgenommen, das Gehirn dekodiert die Sprache, hört, okay, ich bin schwanger, jetzt guckt das Gehirn im Fundus, oh, kenne ich, oh, passt aber gerade nicht zu mir oder zu meiner Zeit. Und dann hat die Frau natürlich ein Problem, ist doch normal, das hat ein Mann, jeder hätte das oder hat es, weil es gerade nicht passt. Und diese, wenn es nur eine leichte Überraschung wäre, dann ist die Frau verunsichert und sie hat ein negatives Gefühl, ein Gefühl in diesem Bereich. Und da alle Gefühle bei jedem Menschen, bei Tieren ja genauso, nur fühlbar sind über Veränderung der Biochemie, bedeutet es, jedes Gefühl ist nur fühlbar, wenn sich die Biochemie in meinem Körper verändert. Sprich, positive Ereignisse lösen bei mir Glückshormone aus, wie Serotonin und Dopamin. Dann wird der Körper weit und weich und offen. Man strahlt, es fühlt sich total klasse an. Kommen negative Gefühle, dann fließen Katecholamine, also Stresshormone wie Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol. Und dann wird der Körper eng. Der kommt in diesen Bereich. Und dann kriegt automatisch, wenn der Körper eng wird, hier sind ganz viele Rezeptoren, also Sensoren auch, die messen sofort, wenn der Körper eng wird. Und dann gibt es eine Meldung ans Gehirn, an dieses Reptilhirn. Und das ist auf Überleben trainiert. Und das kann nur eines. Das erste, das Mittel der Wahl ist bei einem Reptilienhirn zu fliehen. Kann ich nicht fliehen, würde ich normalerweise versuchen, mich zu wehren oder vielleicht sogar einen Gegenangriff zu starten. Das ist die zweite Option. Und die dritte und letzte ist erstarren, totstellen oder eben erstarren, weil es mich überfordert. Das heißt, unser Reptilien auf der niedersten Ebene, und das steuert ja hier, hat nur drei Möglichkeiten. So, dieses Kind im Bauch der Mutter kriegt im Nanosekundenbereich, also weit unterhalb einer Sekunde, über Biophotonen, über Licht und auch über Lichtgeschwindigkeit die gleichen Hormone mit, wie die Mutter es hat, über die Nabelschnur. Und dann kommt es bei dem kleinen Wesen auch hier an. Das hat ja nur dieses Stammhirn, der präfrontale Kortex, das Denkhirn ist noch nicht da. Das würde ja auch nichts nützen. Wenn es da wäre, das Kind kann ja nichts machen. Nützt auch einem Erwachsenen nichts. Wenn er in einer schweren Krisensituation ist, kann er ja auch nicht mehr klar denken, weil es einfach hier abschaltet. Das heißt, dieses kleine Wesen kriegt es innerhalb, unterhalb einer Sekunde mit und dann macht der Körper zu. Und dann kriegt dieser Körper Todesangst. Und jetzt würde das Kind auf dieser Reptilienebene normalerweise fliehen wollen, notfalls angreifen oder erstarren. Fliehen kann es nicht, es sitzt jetzt in einer Todeszelle, angreifen sich selbst, den Wirt, das macht, und sein Wirt, das macht keinen Sinn, also wird das Kind erstarren. Und das ist so. Kannst du recherchieren. Das ist nachgewiesen. Ist nur einfach noch nicht so bekannt wahrscheinlich. Das bedeutet jetzt aber, es geht ja noch weiter. Dieses Kind würde durch so eine leichte, einfache Aussage sterben. Definitiv würde es im Bauch der Mutter sterben. Warum? Weil diese schnell ansteigende Energie, die Dendriten, die Nervenfasern im Gehirn total, ich nenne es mal, verglühen lassen würden. Es würde zum Apoplex, zum Schlaganfall führen oder zum Herzstillstand. Oder zu einer Psychose. Wenn's, dann wird es noch überleben, aber in der Psychose. Also, dass wir Menschen aber überhaupt so weit gekommen sind und nicht ausgestorben sind, dass wir überhaupt anfangen haben zu leben, glaube ich, hat die Natur oder die Evolution im Lauf der Jahrmillionen einen Sicherungsschalter eingebaut. So nenne ich es halt technisch. Das heißt, wenn die Energie zu schnell auftaucht, in der Psychologie nennt man es Wahrnehmungsschock, wenn du also Dinge wahrnimmst, die so schnell auftauchen, dass du geschockt bist, weil es dich überflutet, weil du nicht mehr so schnell reagieren und denken kannst, dann schaltet sicherheitshalber ein neuronaler Schalter ab. Das heißt, die Hormone fließen nicht mehr bis davor, sozusagen vereinfacht ausgedrückt, und du kannst nicht mehr klar denken. Wobei dieses Kind sowieso noch nicht denken kann, es hat nur dieses Reptilien.
Und dass das Kind jetzt nicht stirbt, oder ein Mensch, das kann uns Erwachsenen ja auch passieren, beim Bombenattentat, schwerer Unfall ist es genauso, Wahrnehmungsschock, und da schaltet der Körper auch ab. Und dass jetzt eben nichts passiert, schaltet der Körper ab. Und bindet die Energie. Also wenn du jetzt als Erwachsener irgendwas siehst, machst, und dann schaltet dein Gehirn ab, und dann kann es sein, dass du total apathisch durch die Gegend läufst, und jemand sagt, halt den Mann da fest, der rennt gleich auf die Autobahn. Und hinterher sagst du, wie auf die Autobahn? Bin ja nicht so bescheuert, lauf auf die Autobahn. Wie der sagt, doch, wenn die Frau oder der Mann sie nicht festgehalten hat, sie waren so perplex, so apathisch, sie sind einfach nur noch weggelaufen, sie wären da runtergelaufen, weil sie keinerlei Bewusstsein mehr hatten, sie haben sich nur bewegt und sie wären fast unter einen LKW gelaufen. Hätte man sie nicht zurückgeholt und der Arzt ihnen entweder was gespritzt, oder wenn er das nicht macht, was er auch nicht machen müsste, bis der Körper sich wieder etwas resettet und entspannt und die Hormone zurückgehen, und dann kann man wieder klar denken, weil dann geht der Schalter wieder auf und dann kann ich mein Denken wieder benutzen. Bedeutet also, dieses Einfrieren beim Wahrnehmungsschock nennt man jetzt in der Psychologie Trauma. So, das heißt also, dieses Kind wird im Bauch schon traumatisiert. So, und der eine Aspekt ist, die Energie wird eingefroren, wird gebunden. Das nennt man Trauma. Und das ist das, was du gerade gefühlt hast. Gerade bei dieser Übung, egal ob du an einen Strafzettel von vorgestern gedacht hast, es war genau das gleiche Gefühl wie im Bauch deiner Mutter, wenn es dort passiert ist oder danach. Das zeige ich dir gleich. Also das musst du jetzt mit dem Bauch der Mutter, ist es nicht so wichtig. Es passiert ständig. Jetzt kann es natürlich noch geben, was viele auch noch nicht wissen, es hat auch noch nicht so wirklich Einzug in die Psychologie gehalten, ist, dass man spricht hier von einem verlorenen Zwilling. Was viele nicht wissen, dass Zwillingsseelen angelegt sind, dass du ganz vielleicht gar nicht weißt, dass du im Bauch deiner Mutter nicht allein warst. Da war noch ein Zwilling, also wirklich ein Zwilling. Und der wurde von den Ärzten halt noch nicht entdeckt, weil noch keine Herztöne da waren oder weil er im Schatten des anderen war. Und dann, ja, Punkt war das so, und irgendwann löst sich der Zwilling auf, sprich, der geht wieder zurück. Das heißt, du hast im Bauch deiner Mutter schon erfahren, wie es ist, wenn dich dein Seelengefährte, und das war eine so kosmische Einheit, so eine tolle Verbindung, verlässt. Dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du dein Leben lang mit Schuldkomplexen rumläufst und schwerste Probleme hast. Weil niemand dir sagen kann, du hattest im Bauch deiner Mutter bereits einen Seelengefährten, mit dem du so eins warst, und der ist dann gestorben. Und du glaubst immer noch, unbewusst heutzutage, du bist dafür verantwortlich oder schuld. Also für den Fall, dass es dir bei dieser Aussage jetzt komisch wird, dann solltest du das prüfen lassen. Weil ganz viele Leute, die das von mir hören, sagen, oh, jetzt wird es mir ganz komisch. Sag ich, okay, dann atme langsam tief durch. Dann ist die Wahrscheinlichkeit zu fast schon 100%. Du hast sowas erlebt, du weißt es nur nicht. Du bist vielleicht 70 oder 80 Jahre alt und hast nie was davon gehört und wusstest es gar nicht. Dann weißt du jetzt auch, warum dein Leben die Hölle war. Weil du immer mit der Schuld rumgelaufen bist. Du bist für den Tod eines anderen verantwortlich oder schuld. So, du hast überlebt. Also es gibt so viele Dinge, die bei auch der Mutter passieren können bzw. werden. Es geht nie um Schuld. Die Frau kann nichts dafür, es sind Reflexe, die kann das nicht steuern. Wenn sie sagt, ah Mist, sie will ja Kinder, aber nicht jetzt. Wenn es natürlich noch dramatischer wird, dass die Frau sagt, so ein Mist, ich will keine Kinder, ich meine, dann ist es offensichtlich, aber ich mache es extra, ich habe es extra so gesagt. Wenn es noch so harmlos ist, jetzt nehmen wir an, die Frau möchte sogar das Kind, freut sich, dann ist das Kind weiter in diesem kosmischen Bewusstsein, weiter in einer schönen, ja, Zone, nenne ich es mal, und alles prima. Jetzt kann es aber sein, dass die Frau während der Schwangerschaft eine komische Botschaft bekommt. Da ist die Mutter gestorben, ist der Schwiegereltern. Oder sie fällt die Treppe runter oder sie wird gemobbt im Beruf. Egal, was die Mutter erlebt, sie wird definitiv Gefühle haben. Und die Mutter kann das nicht verhindern. Aber sie wird dafür sorgen, dass das Kind im Bauch der Mutter ständig unter Angst lebt, unter Todesangst unter Umständen. Und dann braucht man sich nicht wundern, warum dann Kinder gar nicht raus wollen, warum sie sich querstellen, warum sie mit der Sauglocke geholt werden müssen. Weil die sagen, da draußen, also fühlen, die sagen, die können ja nicht denken, da draußen ist die Hölle, da will ich nicht raus. Oder vielleicht haben sie die Nabelschnur um den Hals, weil sie sich strangulieren wollen. Und sie sagen, wenn ich da rauskomme, das halte ich nicht aus. Die da draußen, weiß ja nicht, das Kind, das muss man mal Papa nennen, die streiten nur, das ist disharmonisch. Dann werden Kinder sich querstellen oder vielleicht ja mit schweren Problemen wie Neurodermitis oder was auch immer auf die Welt kommen, weil sie sich in ihrer eigenen Haut nicht wohlfühlen. Neurodermitis ist immer psychosomatisch und hat mit der Haut zu tun. In seiner Haut nicht wohlfühlen, heißt es. So. Okay, also jetzt nehmen wir an, es wäre alles, was es nicht wirklich gibt, es wäre alles oder kaum gibt, alles prima während der Schwangerschaft, spätestens jetzt musst du da raus. Dann wirst du durch die Wehen gepresst und musst dich mit dem Tod konfrontieren. Da kommt ein schweres Trauma. Wenn du per Kaiserschnitt geholt werden musst, auch ein schweres Trauma. Geht zu schnell, zu hell, zu kalt und so weiter. Also sowohl als auch beides ist immer ein Trauma, ist normal. Sollte auch jeder wissen, dass jeder eigentlich sein Geburtstrauma mal heilen sollte. Sonst braucht er sich nicht wundern, wenn er mal Probleme kriegt. So. Der nächste Punkt ist, oft
wird immer die Nabelschnur noch zu früh abgeschnitten. Die sollte man erst durchschneiden. Ja, durchschneiden, nicht abgeschnitten, durchschneiden ist das Gleiche. Erst durchschneiden, wenn es nicht mehr pulsiert, weil sonst tut es dem Kind wahrscheinlich so weh, wenn man den Finger abschneidet. Also sind doch viele Dinge, die man oft nicht weiß und noch nicht berücksichtigen kann. Was Mütter eben auch oft nicht wissen, dass sie das Kind jetzt ein halbes Jahr Minimum ununterbrochen im Bereich des Herzens tragen sollen, vorne wie hinten. Egal, ob sie duschen, auf die Toilette gehen oder arbeiten, das Kind nie wirklich ablegen oder beim Ablegen, beim Trockenlegen, immer in diesem Bereich des Herzens, nie weiter wie 1, 1,5 Meter. Warum? Das Kind, wie auch du, hast 9 Monate den Sound des Herzens der Mutter mitbekommen. Und wenn du rauskommst und dieser Sound reißt ab, weil es die Hebamme noch lange rum trägt, weil es irgendjemand mitnimmt oder weil es vielleicht in die Notaufnahme oder zu einer OP muss, da kannst du nichts machen, wird dieses Kind wieder traumatisiert. Es leidet ohne Ende. Und es wird sein Geburtstrauma nie überwinden, wenn du es zu früh weggibst, wenn du zu früh arbeiten gehst. Das ist ganz oft so, Frauen kennen sich nicht, außer Männer auch nicht, man kennt sich nicht aus, man möchte mein Haus, mein Boot, mein Kind und weiß gar nicht, dass es ein schwerer Fehler ist, wenn man sich ein Kind, ich nenne es mal salopp, zulegt, ohne eine Bedienungsanleitung. Du brauchst für ein Flugzeug einen Flugschein, für eine Waffe einen Waffenschein, für einen Angelschein, fürs Boot einen Bootschein, Führerschein und so weiter, aber fürs Kind brauchst du keinen Schein. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Eigentlich soll es eine Betriebserlaubnis, ich nenne es mal so salopp, für Kinder geben, dass Eltern die Chance haben zu erfahren, wie sensibel ist die Schwangerschaft, die Kindheit und natürlich erfahren sollten, bevor man Kinder kriegen sollte, sollte man erstmal seine Vergangenheit lösen. Denn es ist zu 100% immer so, das kannst du nicht verhindern, dass du all das, was du in deiner Vergangenheit erlebt hast, ob gelöst oder nicht, wirst du immer auf das Kind übertragen. Das wird über Generation zu Generation werden die ganzen Muster immer übertragen und da wird sich halt nie was ändern. So. Also bräuchte man eine Bedienungsanleitung, dass man sagen kann, okay, ich bringe jetzt erstmal meine Historie in Ordnung, denn wenn ich nicht geliebt wurde als Kind, dann weiß ich, wie furchtbar das ist, dann suche ich immer Liebe und dann möchte ich auf jeden Fall ein Kind, dass ich dem die ganze Liebe geben kann. Und dann brauchst du dich nicht wundern, wenn das Kind mit Neurodermitis auf die Welt kommt, weil es intuitiv spürt, die Mama, die vereinnahmt mich so, die will mir all ihre Liebe geben. Ich brauche aber keine 200%, mir reichen 100. Und dann braucht man sich nicht wundern, warum Kinder schon krank auf die Welt kommen oder krank werden, weil sie intuitiv spüren, diese ganze Energie, die meine Mutter mir gibt, das ist nicht gut, das ist mir too much, zu viel. Okay. Jetzt gibt es natürlich, ich möchte das wirklich abkürzen, während der Kindheit insgesamt genügend Situationen, wo man immer und zwar schwerst traumatisiert wird. Also jeder Mensch, egal, es gibt es nicht, dass ein Mensch nicht traumatisiert wird, jeder Mensch hat nicht nur ein Trauma, sondern viele Traumata und das muss man sich klar machen. So, das Trauma bedeutet jetzt, wie ich schon erklärt habe, der Körper wird eng, friert die Gefühle ein. Du kommst also ohne Traumagefäße auf die Welt, das ist jetzt nicht volles Glas. Ich zeige es jetzt als voll. Und dann hast du plötzlich ein Traumagefäß und dieses Rand voll mit schwerer Energie. Das ist Traumaenergie, die in deinem Körper eingefroren ist. Jetzt kommt der nächste Punkt. Ein lebender Organismus wird sofort im Bauch der Mutter schon anfangen, Schutzschilde aufzubauen, ohne zu wissen, wie. Und diese Schutzschilde, die du aufbaust, unbewusst, damit da keiner drauf drückt, keiner drankommt, werden von deiner Lebensenergie gespeist. Das ist der Grund, warum Menschen chronisch müde werden, ob man es nachher CSF oder welche hilflosen Diagnosen auch immer da gebracht werden nennt, spielt keine Rolle. Man muss sich nur fragen, warum werde ich müde, warum werde ich depressiv, warum habe ich einen Burnout? Ja klar, weil ich alle meine Energie in die Schutzschilde stecke. Ich habe dann keine Energie zum Leben, zur Kreativität oder so wirklich, weil die ganze Energie da in die Schutzschilde gesteckt wird und das kann man vielleicht mal ein paar Jahre oder Jahrzehnte aushalten, aber dann bricht das Lügengebäude zusammen. Also der Punkt ist, wir haben alle diese Energien in uns, wenn wir es nicht lösen, kann man ja lösen, und werden unbewusst Prävention betreiben. Das kannst du nachvollziehen. Es läuft auf einer zellulären Ebene ab. Verbrenn mal einmal die Hand auf einer heißen Herdplatte. Das wirst du nie mehr machen. Nehme an, du hast deine rechte Hand vielleicht als Säugling verbrannt. Du weißt es nicht mehr. Oder als Kleinkind. Wenn du einmal die rechte Hand verbrannt hast, kannst du sicher sein, du musst nicht auch noch die linke verbrennen. Die linke weiß es im Nanosekundenbereich. Das macht auch hier Aua. Oder beim Gesäß oder bei den Füßen. Selbst wenn du ohne zu achten, also unachtsam rückwärts an eine Hitzequelle läufst, mit dem Gesäß wird sich der Körper erschrecken und wegbewegen, obwohl der Po nie verbrannt wurde. Weil es im Nanosekundenbereich sich in den Zellen rumspricht, das macht Aua. Und niemand möchte zweites Mal die Hand auf der heißen Herdplatte verbrennen. Also wird das autonome Nervensystem ohne dein Zutun, das ist ja das Wichtige, sonst würdest du ja gar nicht überleben, wenn du alles wissen müsstest, das ist ja in deinem Unterbewusstsein abgespeichert, immer dafür sorgen, dass du nicht nochmal die Hand auf einer heißen Herdplatte verbrennst. Wow. Der Punkt ist, wenn du traumatisiert wurdest,
wird dein Gehirn jetzt nicht so denken, wie ich sage. Ich sage es jetzt nur so, um es plakativer zu machen. Aber wenn dein Gehirn, dein autonomes Nervensystem, dein vegetatives Nervensystem sprechen könnte, würde es sagen, okay, ich habe mir jetzt die Hand verbrannt. Das darf nur mal passieren. Ich achte jetzt einfach auf heiße Herdplatten. So auf die Realität, und also das ist ja auch real, aber aufs Leben übertragen, heißt es, ein Kind wird im Bauch der Mutter feststellen, dass es kollabiert, dass es darunter fällt. Der Körper macht so, das kriegt das Kind alles nicht mit. Es läuft unbewusst, so wie die Atmung auch unbewusst läuft. Du musst nicht bewusst atmen, sonst wärst du wahrscheinlich schon lange tot, weil du es ständig vergessen würdest. Und genauso unbewusst laufen diese Reflexe, die Muster, das sind Reflexe, außerhalb deiner Bewusstseinskontrolle. Und dieses Hirn, das auf Überleben programmiert ist, wird jetzt sinngemäß, nehmen wir an, es ist im Bauch der Mutter, ich bleibe jetzt mal da, es kann auch außerhalb des Bauches der Mutter sein, wenn die Eltern streiten oder. Oder du hast narzisstische Eltern, egal. Dann wird dein Körper ständig gestresst sein, ständig retraumatisiert. Ein Trauma reicht, das andere ist immer wieder eine Retraumatisierung, das ist immer mehr zementiert. Und dann wird dein autonomes Nervensystem sinngemäß sagen, okay, was passiert hier? Ich weiß nicht, ich bleibe jetzt wieder beim Bauch meiner Mutter. Ich bin jetzt hier nicht geplant, nicht gewünscht oder meine Mutter hat jetzt gerade Stress. Das Gehirn weiß nicht, dass man es Mutter nennt oder wird, sondern da stimmt was nicht. Wenn jetzt aber sprechen könnte, würde ich sagen, okay, was läuft hier? Ich komme ja mit weit offenem Herzen auf die Welt, mit bedingungsloser Liebe und stelle fest, irgendwas stimmt ja nicht. Irgendwas stimmt ja nicht. Mein Wirt ist instabil. Oder meine Göttin, die mich erschaffen hat, oder meine Götter, wenn beide Eltern das Kind nicht wollen, die sind für mich nicht da, die sind nicht vorbereitet, die sind unsicher, oder, wenn sie mich nicht haben wollen, die wollen mich nicht haben. Warum tut es jetzt so weh? Warum glaube ich, wenn ich darunter falle, dass ich sterben würde? Dein Gehirn schaltet ab, bevor du da unten aufkommst. Das heißt, immer noch, egal ob du jetzt 20 oder 60 bist, immer noch ist in dir, wenn du es noch nie gehört hast und nie bearbeitest, ein Kind, das immer noch fällt. Es läuft immer noch auf einer Endlosschleife. Es ist nie aufgekommen, hat nie kapiert, dass es vorbei ist. Weil diese Präventionsmaßnahmen, die ich jetzt gerade noch erkläre, sagen, ich habe mir die Hand verbrannt, darf nicht mehr passieren. Also was habe ich jetzt hier? Ich habe mein Herz geöffnet und Herzöffnen ist anscheinend nicht gut, weil es tut so weh. Jetzt wird nämlich meine Mutter, meine Götter, die mich erschaffen haben, hauen mir einen Dolch da rein, sind nicht auf mich vorbereitet. Es kann auch passieren, wenn die Eltern streiten, wenn du da bist, wenn Vater viel arbeitet, Mutter viel verpeilt ist oder zu lieb ist. Das ist auch, wenn die Mutter zu lieb ist. Das ist eine Glucke, macht das Gleiche. Da wird der Körper auch zumachen, weil das nicht aushalten kann. Und die Mutter ist ja nicht umsonst eine Glucke, die gibt ja dir die Liebe, die sie selbst nicht hatte, also projiziert immer ihren Mist, sage ich mal salopp, auf dich und das merkt der Körper und kriegt dann Panik und eine Aversion. Und es passiert also immer, man sagt der Körper, okay, das Dümmste, was mir passieren konnte, ist, dass ich mit weit offenem Herzen mit bedingungsloser Liebe hier ankam. Liebe und Öffnung und Herzöffnung ist also tödlich, weil ich weiß noch nicht, ob ich es überleben werde. Und dann hast du ab sofort ein gebrochenes Herz. Und das hat jeder, hat ein gebrochenes Herz. Kannst du immer da prüfen. Gibt natürlich auch welche, die es nicht haben oder sich das einbilden. Es gibt ja nicht immer nur 100%. Aber die meisten Menschen haben ein gebrochenes Herz, mit Sicherheit 99%, weil es einfach normal ist. Das Geburtstrauma, jeder kam auf die Welt, ist ein Trauma. Und das, wenn man das nicht löst, hast du letztendlich Schwierigkeiten in dir und die sind schwer traumatisch. Ob man es nachher gebrochenes Herz nennt oder wie auch immer, ist ja egal. Und der Körper wird jetzt sinngemäß sagen, also nicht nochmal die Hand verbrennen, ich darf nicht mehr vertrauen, weil ich habe vertraut. Ich komme mit bedingungsloser Liebe, mit absolutem Urgottvertrauen hier an, stelle fest, meine Götter, die mich erschaffen haben, sind nicht auf mich vorbereitet. Aber wenn ich denen schon nicht trauen kann, dann kann ich ja, falls ich leben, dass dieser Nummer rauskomme, ja gar niemand mehr trauen. Dann wirst du, ob du es möchtest oder nicht, das kannst du gar nicht beeinflussen, steuern. Und du weißt es ja noch nicht mal normalerweise, niemandem da draußen mehr trauen. Das macht ein autonomes Nervensystem. Es macht zu und sagt, wenn ich meinen Göttern schon nicht vertrauen kann, das war das Blödeste, was ich machen konnte, es tut ja nur deswegen gerade so weh, weil ich vertraut habe, dann macht ein System zu und wird in Zukunft immer schauen, dass es niemand mehr vertrauen kann. Und wie genau, und was das jetzt mit Narzissmus und Narzissmusopfer zu tun hat, erkläre ich gleich. Das heißt, jeder hat das Programm laufen, er muss um jeden Preis überleben. Und viele haben eben schwere Sachen erlebt und wissen gar nicht, ja, oder sie sagen, ja doch, das stimmt, das macht jetzt alles Sinn. Ich war bisher in meinem Leben nie beziehungsfähig oder ich habe immer nur Idioten ausgesucht. Ja klar, wenn du dir einen Narzisst ausgesucht hast, unbewusst, kannst du jetzt gleich klar machen, dann genau deswegen. Warum, erkläre ich dir gleich. Und ausgesucht hört sich jetzt wieder komisch an, aber es ist, was meine ich ernst. Bleib dran, dann wirst du verstehen, warum und was du machen kannst, darum geht es ja jetzt. Der Körper macht also zu und nie mehr auf, es sei denn, du löst es. So, also jeder wurde traumatisiert, jeder hat ein schwer verletztes inneres Kind sozusagen, weil es auf der kindlichen Ebene passiert und jeder hat sein Herz verschlossen, weil er ein gebrochenes Herz hat und macht zu. Das läuft autonom. Jetzt würdest du hier nicht überleben, du kommst also natürlich ein bisschen raus, sprich nochmal zurück, der Körper ist erst entspannt, dann sagt die Mutter irgendwas, die Geburt, was auch immer, dann macht der Körper zu
kollabiert. Und dann, also die Hormone fließen im Nanosekundenbereich extrem stark, dann macht der Körper zu. Dann schaltet das Gehirn ab, dann hören die Hormone auf zu fließen, dann entspannt sich der Körper dann ein bisschen. Da kommt er dann ein bisschen raus. Da er jetzt aber nicht weiß, weil er es im Unbewussten eingefroren hat, was da gerade war, ist ja ausgeblendet, sonst wenn die Bilder nicht ausgeblendet werden, müsstest du jedes Mal drüber nachdenken, wird es neu retraumatisiert, also wirst du die Bilder und all das ausblenden. Und dann kommt der Körper wieder ein bisschen raus, entspannt sich wieder ein bisschen, weil die Hormone nicht mehr so stark fließen, aber er wird sich nicht mehr ganz entspannen. Kann er nicht, weil er gar nicht weiß, was gerade passiert ist. Er wusste nicht, dass hätte was passieren können. Also wenn du jeden Tag aus deiner Tür rausgehst, 10, 20 Jahre lang, gehst du da einfach raus. Wirst du aber einmal beschossen, gehst du ganz sicher die nächsten 20 Jahre nicht mehr einfach nur noch so raus. Du hast es nie kommen sehen, du hättest nie damit gerechnet. Und du wirst, ob du es möchtest, immer wieder, auch wenn du es nicht merkst, würde dein Puls hochgehen, wenn du die nächsten 20 Jahre aus der Tür rausgehst. Weil du Körper erinnert sich dran, ob du es noch erinnerst oder du sagst, komm, 1 zu 1 Million, dass sowas nochmal passiert, mache ich mir jetzt nicht ins Hemd, aber dein Körper wird sich immer, sei denn du löst es richtig, dran erinnern und der Puls wird hochgehen. Du kriegst es vielleicht nicht mehr mit. Also der Körper entspannt sich. Der Punkt ist jetzt, mit diesem Scheißgefühl bist du groß geworden. Und dieses Scheißgefühl ist eben wichtig. Also das zu verstehen, wichtig ist es nicht. Aber das ist das Gefühl, an das du dich irgendwann gewöhnt hast. Du kommst aus dem Bauch der Mutter raus oder das passiert während der frühen Kindheit und du möchtest immer wieder dieses Gefühl loswerden. Du guckst immer wieder, dass du in diese Richtung kommst, dass du Mama und Papa alles recht machst, Lob und Anerkennung bekommst, was auch immer, um dieses Gefühl nicht fühlen zu müssen und schon gar nicht an das erinnert zu werden. Das heißt, du hältst dich hier einerseits in einer Festung fest, dass dich keiner kriegt, also in die Schutzmauern. Und hast Angst, noch tiefer zu fallen und wirst halt immer wieder, also du, der Körper möchte es nicht, du wirst immer versuchen, dass du das Gefühl loswirst durch Lob und Anerkennung, durch Sport, was auch immer. Dein Organismus möchte es aber nicht. Dein Unterbewusstsein hat sich dran gewöhnt und sagt, ich habe das nie geschafft, es loszuwerden, weil er eh nicht weiß, wie es geht. Also gewöhnt sich der Körper irgendwann dran. Und dann wird es zum Lieblingsgefühl, weil wir haben uns an dieses Gefühl gewöhnt. Lieblingsgefühl klingt immer ein bisschen komisch. Aber es ist zu meinem altbekannten Gefühl geworden. Das ist mein Lieblingsgefühl. Das würde ich jetzt so auch nicht bezeichnen, dass es mein Lieblingsgefühl ist. Aber wenn ich nichts anderes kenne, ist es mein Gefühl, in dem ich mich wohlfühle. Und wenn ich mit Menschen arbeite, sie coachen daran arbeiten, sie kommen wirklich an dieses Gefühl dran, dann sagen sie immer, wow, jetzt bin ich so tief an dieser Grundessenz oder wenn ich es denen beibringe, wie sie es machen können oder wenn sie Therapie begleiten, betreuen, sag, sprich es mal mit deinem Therapeuten, lass dich mal von ihm da reinführen und dann fühl mal. Dann wirst du feststellen, dass du dich in dieses Gefühl verliebt hast, weil dieses Gefühl gibt dir eine wahnsinnige Vertrautheit und eine wahnsinnige Sicherheit. Und wenn sich Menschen darüber aufregen, jetzt über das, was ich sage, dann ganz einfach, weil sie noch nie mutig genug waren oder die Chance hatten, da dran zu kommen. Jeder, der schafft, und nur so funktioniert vernünftige Therapie. Ich muss das Kind aus dem Kinderzimmer abholen und da rausgehen. Wie gesagt, das habe ich in meinem Video sehr erklärt, das gehe ich nicht so weit drauf ein. Jeder, der glaubt, er kann durch Positivdenken oder anderen Mist da rauskommen, anstatt da durchzugehen, der wird draufgehen. Das kannst du so nie lösen. Egal in welche Richtung du gehst, du hast ja automatisch dabei der Angst, dass es runtergeht und sich da oben festhalten schaffst du nicht. Also jeder wird draufgehen, wenn er nicht kapiert, dass er sich hier festhält, ob er möchte oder nicht, weil er Angst hat, da reinzugehen. Und der normale Mensch sagt natürlich, ich mache Sport, ich lese viel, ich arbeite viel oder was auch immer, dass ich einfach ein positives Gefühl kriege durch Lob und Anerkennung, dass ich weit weg bin von hier. Das ist aber das Dämlichste, was du machen kannst. Denn da ist das Kinderzimmer. Da ist dein inneres Kind und zwar genau da, wo du vorhin gefühlt hast. Bei der Übung, die wir vorhin gemacht haben, hast du an was Negatives gedacht. Und hast du vielleicht festgestellt, dass du hier, das ist Zentrum der Angst, Ohnmacht und Hilflosigkeit, was gefühlt hast, oder hier, Herz gebrochen, oder hier, ich musste viel schlucken oder wurde nicht gehört, hab so einen Hals, egal wo du was gefühlt hast vorhin, bei dieser einfachen Übung. Es war automatisch das Gefühl deines inneren Kindes, deiner Vergangenheit, dieses wahnsinnigen Schmerzes. Und jeder Mensch wird davor weglaufen. So. Warum? Nämlich, wenn, nimm an, du hast dich vorhin über einen Strafzettel aufgeregt, über eine Vorfahrt, die man nicht genommen hat, oder jemand am Supermarkt hat sich an der Kasse vorgedrängt, darüber regt man sich nicht auf, sondern man regt sich über sein eigenes Gefühl auf. Weil das Gehirn sagt, Moment mal, das ist ein Muster. Nimm an, ich stehe jetzt an der Kasse und eine ältere Dame, oder wer auch immer drängelt sich vor und ich würde mich aufregen. Also ich hebe mich ganz sicher nicht darüber auf, aber nimm an, ich würde mich aufregen. Dann nur, weil mein Hirn sagt, das ist nicht in Ordnung, das hätte nicht passieren dürfen. Dann würde ich sagen, ja, und was heißt das jetzt? Ja, ich fühle mich ja verarscht, nicht wertgeschätzt, nicht respektiert. Was glaubt die eigentlich, wer die ist? Dann würde ich sagen, okay, dein Gehirn kennt das wohl schon. Zu glauben, was glaubt die, wer du bist? Sich nicht respektiert fühlen.
Woher weißt du das denn? Ja klar, aus deiner Kindheit, aus deiner früheren Prägungsphase. Wenn du dich über einen Straftitel aufregst, Entschuldigung, dann regst du dich doch nie über einen Straftitel auf, sondern weil du es ungerecht findest. Wenn du Strafzettel kriegst, hast du halt Scheiße gepackt, dann musst du dafür bezahlen. Aber jeder, der sich über einen Strafzettel aufregt, hat eine geistige Behinderung. Also das meine ich jetzt ernst. Geistige Behinderung meine ich, ich kann meinen Geist, meinen Verstand nicht gebrauchen. Das ist eine geistige Behinderung, weil jeder, der seinen Verstand gebrauchen könnte, wird sagen, ah, Strafzettel gekriegt, ah, Pago abgelaufen, ich so. Wie kann man sich darüber aufregen? Nehmen wir an, der Strafzettel kostet 100 Euro. Wenn du dich aufregst, kostet es ganz sicher 100.000 Euro. Oder mehr, weil das kannst du gar nicht bezahlen, was die Nerven, was es an Nerven kostet, weil in dem Moment, wo du dich aufregst, fließt wieder Adrenalin, Cortisol und Cortison, Nebenhormon, also Cortison, und macht, ist auch für den Alterungsprozess zuständig. Das heißt, du stirbst, oder du bewegst dich dem Tod von ein paar Sekunden oder Minuten, gehst du dem näher durch diese Stresshormone, weil du deinen Verstand nicht gebrauchen kannst durch diese geistige Behinderung. Und ich sagen kannst, naja, hab halt Scheiße geparkt. Oder die Parkuhr übersehen, ist halt so. Oder wenn man sich kurz aufregt, sagt, ah, so ein Mist, das kann ja schon passieren, dass jemand sagt, ah, so ein Mist, dann muss man klar sagen, okay, das war ein Reflex, bin jetzt gerade entsetzt, enttäuscht, aber der Reflex ist draußen, weil es autonom, kann nichts machen, und jetzt möchte ich aus dieser geistigen Umnachtung rauskommen, meinen Verstand wieder einschalten, weil es passiert hier, dann schalte ich meinen Präfrontalkortex wieder ein und sage, so, jetzt habe ich mich kurz aufgeregt, vielleicht noch gesagt, so ein Arsch, der Polizist, hoffentlich nicht, dass er es hört, sonst ist das nächste Problem, und dann ist diese reflexartige Energie draußen, das ist gesund, weil das kannst du nicht verhindern, aber danach rege ich mich dann immer auf. Die Leute, die sich danach aufregen, wissen gar nicht, dass sie dem Tod sich umso schneller zubewegen durch diese Unachtsamkeit. Der Punkt ist eben, in dem Moment, wo sowas passiert, können wir unseren Verstand nicht mehr gebrauchen. Und dann passieren die Dinge eben so. Das heißt also, es wird immer das innere Kind getriggert. Das Gehirn regt sich nie über die aktuelle Situation da draußen auf. Das habe ich vorhin schon gesagt. Wahrnehmung ist immer eine Form von Projektion. Du siehst den Strafzettel. Du weißt, was es bedeutet, es kostet Geld, muss vielleicht länger arbeiten, Überstunden machen, wenn du knapp bei Kasse bist. Und dann sagt aber dein Gehirn nicht einfach, ja, ist so, ich habe halt gepennt, sondern dein Gehirn sagt, es ist ungerecht. Warum hat er nicht da vorne angefangen aufzuschreiben, ich komme doch gerade, dann hätte ich das nicht bezahlen müssen. Anstatt zu sagen, ich habe halt Scheiße geparkt, muss ich dafür bezahlen. Sondern das Gehirn sagt, ich finde es ungerecht. Und dann würde ich jemand sagen, woher weiß dein Gehirn, wie Ungerechtigkeit sich anfühlt? Ja klar, aus der frühesten Kindheit, weil irgendwann hat es begonnen. Und daraus resultierend glaube ich immer wieder, es gibt ungerechte Situationen. Die haben aber da begonnen. Das heißt, egal was dir heutzutage passiert, wenn du dich aufregst, dann immer nur über alte Muster. Und wenn du das nicht klar ist, dann ja gut, dann wäre es natürlich schade und schlimm. Das versuche ich ja zu erklären. Gut, wir halten uns hier auf, wollen das nicht. Und jetzt bleiben wir aber mal bei der Idee zum Narzisst und Narzissmusopfer, vorher jetzt das Vorspiel sozusagen. Ein Narzisst und ein Narzissmusopfer kommen beide aus dem gleichen Stall. Damit meine ich jetzt nicht zwingend die gleichen Eltern, sondern aus der gleichen Vergangenheit. Ein Narzisst, wenn er auf die Welt kommt, also wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist es noch kein Narzisst, ist auch noch kein Narzissmusopfer. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, und damit meine ich jetzt schon im Bauch der Mutter ist es auf der Welt, wird es geprägt aufgrund der Hormone. Ein Wesen, je nachdem, was es für eine Veranlagung hat, geht in den Angriff, das andere in die Flucht. Du hast nur zwei Möglichkeiten, das dritte wäre Erstarren. Aber die Wesen gehen in der Regel, also in Flucht und Erstarren ist für mich meistens das Gleiche, wenn ich in Flucht, also wenn ich nichts sage zu meinem Gegenüber, ist es einerseits eine Flucht in mich und letztendlich auch ein Erstarren, wenn ich nichts mache. Also das packe ich immer zusammen in diesem Fall. Also lernst du von klein auf, entweder ich greife an, und das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie du bist. Das hängt ein bisschen von Sternzeichen auch ab, mit welcher Energie du geboren wirst. Dann bist du eher so und so. Und oder natürlich auch, wenn deine Eltern zulassen, wenn du schreist und sie gehen immer auf dich ein, dann lernst du, schreien ist gut. Kümmern sie sich nicht um dich, was man leider vor Jahrzehnten mal propagiert hat, dass man Kinder schreien lassen soll. Das war das Dämlichste, was man machen konnte. Da sind viele Menschen wahrscheinlich in der Zwischenzeit schon dran gestorben, weil es war so ziemlich das Blödeste, was man machen konnte, Kinder schreien lassen. Dadurch haben sie nämlich gelernt, sie sind nicht wichtig und haben sich dann später im Kopf und Kragen gebracht. Bedeutet also, der Organismus lernt, natürlich auch kann ich schreien, meine Eltern gehen sie immer auf mich ein. Also wie gesagt, nur im Negativfall. Kinder sind in der Kindheit nicht so, dass sie Aufmerksamkeit wollen und die Eltern verarschen, das war ja der Irrtum damals, sondern sie haben Angst und dann brauchen sie Nähe. Nur wenn man das falsch versteht, dann könnte man es natürlich nicht nur falsch deuten, sondern falsch angehen. Dann wird das Kind natürlich auch lernen, ich kann mein Elf auf der Nase rumtanzen. So, das heißt, ein Kind, wenn du jetzt Narzisst bist,
Warst du ohne Prägung oder wenn du Narzissmusopfer bist oder geworden bist, warst du auf dieser Stufe gleich? Der Narzisst und das Narzissmusopfer sind in irgendeiner Zeit noch absolut identisch. Hast du narzisstische Eltern, da komme ich später noch drauf zu sprechen, dann wirst du zum Narzissmusopfer, weil du gegen die nicht ankommst. Dann hast du keine Wahl, dann wirst du zum Narzissmusopfer. Hast du Eltern, die viel arbeiten, die nicht da sind, die dich vielleicht ständig auch anschreien, wobei ich kann ja direkt nochmal zurückgehen. Auch hier gibt es wieder Angriff und Flucht. Hast du narzisstische Eltern, die sehr heftig sind, dann gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Du wirst zum Narzissmusopfer, weil sie dich völlig überfordern, du gar nichts machen kannst. Oder du wirst auch zum Narzisst. Oder du bist als Kind bist du Narzissmusopfer, weil du gar nicht anders kannst, aber später, das sagt dann dein Hirn unbewusst, wenn ich mal groß bin, dann mache ich das Gleiche wie meine Eltern. Ich will nicht mehr, dass jemand über mir steht und mich so mies behandelt. Also wirst du unbewusst, ohne dass du steuern kannst, zum Narzisst, dass du diese Eltern nicht mehr fühlen musst. Und da, es sind immer, egal, ob du mit einem Narzissten zusammenkommst oder mit einem Narzissmusopfer, beide. Narzissten wie Narzissmusopfer haben in der Tiefe beide zu 100% das gleiche Problem. Das Blöde ist nur, dass sie später aufeinander losgehen, anstatt sich gegenseitig zu unterstützen. Klar, bei den wenigsten Narzissten klappt das, dass sie so offen sind, es zu kapieren. Aber Narzissmusopfer sollten das vielleicht kapieren, dass der Narzissmus nicht ihr Feind ist, sondern ihr Lehrer oder ihr scharfer Lehrer, wenn du so möchtest. Das erkläre ich gleich genauer. So, also auf dieser Ebene sind noch alle gleich. Es wird niemals als Narzisst geboren, es wird niemals als Narzissmusopfer geboren, sondern das passiert aufgrund der Vergangenheit. Das heißt, ein Narzisst versucht ständig zu überleben und ein Narzissmusopfer versucht auch zu überleben. Beide kommen aus dem gleichen Stall und beide sind später auch immer gleich. Auch wenn es noch so heftig aussieht, dass jemand ein sehr starker Narzisst ist, ist er nur auf der tiefsten Ebene wahnsinnig verletzt. Viele glauben immer, Narzissten sind so gefährlich oder so oder was auch immer. Oder unberechenbar, nee. Ein Narzisst ist absolut berechenbar, ein Narzissmusopfer nicht. Narzissmusopfer sind für mich die gefährlichsten Narzissten, also wenn sie kippen. Und das ist viel, viel schlimmer, ein Narzissmusopfer, das plötzlich zu einem bösartigen, malignen Narzisst wird oder wie auch immer es alles nennen mag. Die sind viel gefährlicher, weil die sind wie ein angeschlagener Boxer. Die hauen plötzlich wild um sich, während ein Narzisst eindeutig berechenbar ist. Viele sagen, die sind unberechenbar. Nein. Diese vielleicht heftigen cholerischen Phasen, die, wenn ich die mal durchschaut habe, weiß ich, der Narzisst, ob ja auch ein Kollege oder andere Menschen, haben gar keine Chance. Die keine Wahl, die reagieren immer gleich. Wenn jemand sagt, mein Mann ist ein Narzisst, der ist total unberechenbar, ich sage, ja, dann guck da mal richtig hin. So viele verschiedene Möglichkeiten gibt es nicht. Du willst es nur nie sehen, dass es für dich immer neu ist oder nicht wahrhaben. Aber der ist absolut berechenbar. Auf jeden Fall berechenbarer wie ein Narzissmusopfer. Ein Narzissmusopfer, wenn es einfach nur Opfer ist, ist auch berechenbar, auch das hatte Strategien. Wenn ein Narzissmusopfer aber kippt, und da werde ich dir nachher was dazu sagen, dann wird es definitiv ein super unberechenbares, chaotisches Wesen, das wesentlich schlimmer ist wie ein Narzisst. Für sich selbst, weil es meistens nicht blickt, oder auch für die Narzissten. Und das erkläre ich dir nachher, wenn ich was zu Narzissmusopfergruppen sage. Dann kann ich dir noch eine Idee anbieten und kannst du sie selbst rausfinden. Also auf dieser Ebene sind sie noch gleich. Es ist nur so, da wir uns an dieses Gefühl gewöhnt haben, irgendwann, das ist die Nulllinie, die tatsächliche. Wir haben uns aber, egal ob du jetzt Narzisst oder Narzissmusopfer bist, irgendwann an das Gefühl gewöhnt. Wir haben es nicht geschafft, es loszuwerden. Also zieht unser Unterbewusstsein, es kalibriert neu, das heißt, es eicht sich neu und denkt, das ist normal. Das ist aber salopp formuliert ein richtiges Scheißgefühl, das du in dir trägst. Das kannst du fühlen durch ständige innere Unruhe. Brauchst du nochmal Menschen beobachten, egal welchen Alters, die spielen alle heutzutage an ihrem Handy rum. Immer nur um diese wahnsinnige Angst, dieser inneren Unruhe, also nicht immer nur. Ich spiele auch am Handy rum, wenn ich was checke oder Termine eintrage. Aber viele spielen die ganze Zeit am Handy rum, sind viel im Facebook oder schreiben WhatsApp-Nachrichten, weil sie gar nicht wissen, dass sie dadurch versuchen, ihre innere Unruhe, diese Angst zu unterdrücken. Ob man Sport macht oder viel Arbeit am Handy rummacht, ist ja egal. Jeder hat diese innere Unruhe in sich, diese Todesangst und jeder wird sie versuchen, irgendwie zu eliminieren. Ganz normaler Reflex. Ist aber gefährlich und tödlich auf Dauer. So, wir haben uns also dran gewöhnt. So, jetzt geht's weiter. Viele wollen natürlich da raus und sagen, nein, ich möchte aus dieser Komfortzone, aus meiner Sicherheitszone, daran habe ich mich gewöhnt, also meine Zellen, ich möchte da raus. Ob das durch viel Sport ist, durch viel Arbeiten, durch viel Quatschen, durch viel Chatten, egal. Oder gar durch positiv denken, was natürlich das Dämlichste ist, was man machen kann, das Gefährlichste. Viele Leute glauben, dass sie mit Mentaltraining oder positiv denken was bewegen können, weil sie immer in diese Richtung wollen. Weil dadurch wollen sie in diese Richtung. Das ist natürlich das Gefährlichste, was du machen kannst. Stell dir das als, wie soll ich sagen, als Wohnzimmer vor.
dein Schmerz und das ist das Kinderzimmer. Das heißt, da, wo du gerade vorhin gefühlt hast, ist dein Kinderzimmer, da ist der Schmerz, vor dem du ständig wegläufst, weil dich nervt nichts, was da draußen ist, sondern was in deinem Körper auslöst. Da ist das Kinderzimmer, wo du deine Hand hattest vorhin, und da ist dein Wohnzimmer. Da denkst du drüber nach. Wenn du da drüber nachdenkst im Wohnzimmer, was macht mein inneres Kind und wie kann ich schnellstmöglich da weg, dahin? Ja, was soll das bringen? Stell dir vor, du bist Vater oder Mutter und du bist im Wohnzimmer. Und dein Kind schreit im Kinderzimmer. Ja, dann gehst du doch ins Kinderzimmer. Klar wird es erst lauter und es ist nervig, gerade wenn es nachts ist, wenn du gerade geschlafen hast. Aber wenn du es nicht machst, schreit dein Kind immer mehr, dann rufen die Nachbarn vielleicht die Polizei an, dann hast du aber ein richtiges Problem. Also normalerweise wird ja hoffentlich niemand einkaufen gehen und sagen, mein Kind im Kinderzimmer schreit gerade, das nervt, ist zu laut, also gehe ich einkaufen. Ja, aber wenn die Nachbarn die Polizei anrufen, stehen die nachher vor der Tür. Die haben sie in der Zwischenzeit schon eingeschlagen, richtigen Schaden verursacht, weil du ja nicht aufgemacht hast und ein Kind schreit. Dann hören sie, dass du einkaufen warst, weil es dir zu laut war, also weil du dich nicht hier hinfühlen wolltest. Du warst ja eher hier und hast positiv versucht zu denken, um irgendwo dahin zu kommen. Und dann werden die sagen, okay, wir brauchen nicht nur einen Psychiater, sondern auch noch das Jugendamt, weil du bist ja absolut bescheuert. Wie kannst du allen Ernstes glauben, du kannst dein Kind ignorieren, indem du ganz weit aus dem Raum weggehst, also raus zum Einkaufen, dass du es im Kinderzimmer nicht hörst. Und das ist das, was du immer machst. Immer wenn dein Körper komisch wird, sich unruhig anfühlt, also wenn du jetzt Narzissmusopfer bist und dein Narzisst macht dich blöd an, egal wie, wird es in deinem Körper logischerweise eng, er leidet, er hat negative Gefühle. Und wenn du dann sagst, mein Narzisst ist doof oder, ja, dann bist du doch wirklich im Kopf und redest über jemanden da draußen, anstatt zu sagen, naja, der löst nur was in mir aus, was ich halt in mir trage und ich soll mich drum kümmern, das erkläre ich dir nachher. Und da beginnt schon. Wenn dir das jetzt Schwierigkeiten bereitet, boah, dann muss ich sagen, ja gut, dann hast du nichts kapiert, klar, weil es vielleicht noch zu früh ist. Sorry, dann ist es noch zu früh, dann bleib dran. Aber das ist so elementar. Weil es gibt dir die absolute Freiheit, dich aus dieser Narzissmus-Opferrolle zu befreien. Das ist das Schöne. Du kannst dich da gewinnbringend raus befreien, ohne drauf zu gehen. Weil wenn du weiter leidest, und weniger unter dem Narzisst, sondern unter deiner Unbewusstheit, wirst du früher sterben, 20, 30, 40, 50 Jahre früher. Weil laut Wissenschaft können wir schon 140 Jahre alt werden, aber kein Mensch schafft 2/3 seines Lebens normalerweise. Durch diese unbewussten Stresshormone, durch diese ständige Leugnen, Ignorieren oder durch ständige Versuchen, positiv zu denken, damit man ja diesen Scheiß nicht fühlt. Das ist das Blödeste, was du machen kannst. Positiv denken ist nicht per se schlecht, das kannst du zwischendurch machen. Aber meine Methode dient zum Beispiel dazu, zu sagen, du musst da rein ins Kinderzimmer, langsam natürlich, und da durch und das Kind mal abholen, weil dann wird es nie mehr schreien. Würdest du es mit positiv denken schaffen, dich da aufzuhalten, schaffst du nicht. Selbst wenn du da oben bist, weißt du immer noch, dass du unbewusst die Angst hast und je höher du kommst, umso mehr hast du Angst, tiefer zu fallen. Also je besser es jemandem geht, umso schlechter geht es dem Körper. Die Menschen kriegen es nur nicht mit. Und weil der Break-Even ist bald überschritten oder wenn du dann fällst, fällst du ganz sicher tiefer. Deswegen hat jeder, dem es besser geht, ohne dass er es merkt, noch mehr Angst. Er merkt es halt noch nicht. Also dann, selbst hier hast du ja nichts, noch mehr Angst. Also, wie geht's weiter? Das ist dein Lieblingsgefühl, habe ich schon gesagt. Und das Ganze, jetzt kommt der Punkt, dieses ganze Lieblingsgefühl, also dieses ganze altbekannte Gefühl, nenne ich es mal, diese Komfortzone wird aufrechterhalten, habe ich vorhin schon gesagt, durch Stresshormone. Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol, das sind Katecholamine, also der Überbegriff für diese Hormone. Und diese Hormone hast du 24 Stunden, seit du klein bist, in deinem Körper. Du wirst durch Schreien, durch was auch immer du machst, versuchen, in der Kindheit sie loszuwerden. Du schaffst es aber nicht. A, weil du nicht weißt, was du loswerden möchtest und weil die Eltern das auch natürlich nicht wissen. So, das heißt, du hast dich an die Gefühle gewöhnt. Das wird zu deiner Komfortzone oder zu deinem Lieblingsdrogencocktail. Und der Punkt ist jetzt, diese Hormone müssen fließen, sonst geht es dir schlecht. Vergleichbar mit einem Heroinsüchtigen. Ein Heroinsüchtiger wird vielleicht auch irgendwann sagen, oh, diese Drogen bringen mich irgendwann um, ich möchte vom Heroin weg. Er wird es aber nie schaffen, weil dieser kalte Entzug, dieser Entzug so schmerzhaft ist, dass er es nicht schafft. Er wird immer wieder versuchen, Geld zu kriegen, selbst wenn er eine Straftat begeht und eingesperrt wird. Er braucht Geld, um sich was zu spritzen, zu fixen. Genauso bist du unterwegs, um ständig deine Drogen aufrechtzuhalten. Bedeutet also, wenn es dir aus Versehen besser geht, vielleicht durch positiv denken oder weil die Sonne scheint, ist ja nicht schlimm, dann wird sich dein Körper in die Richtung bewegen, weil Serotonin, Dopamin fließen, Glückshormone, dann werden die Stresshormone ein bisschen antidotiert, also auch ja, verändert, nicht aufgelöst, aber verändert. Und dann kriegt der Körper wahnsinnige Panik, dann steht er da. Ich will wieder zurück in meine Komfortzone, in mein Lieblingsgefühl. Mir geht es aus Versehen so gut. Und was machen dann die Menschen? Sie machen Fernseher an und gucken Nachrichten.
oder schlagen die Zeitung auf und gucken nach, was es da wieder für einen Horror in der Welt gibt, um wieder eine Angriffsfläche zu kriegen und sagen, so, das gibt's doch nicht, was die Politik mit uns macht. Ist ja Wahnsinn. Zup, wieder da. Ein Fix, weil ich in die Zeitung geguckt habe. Ein unbewusster Mensch, und Menschen sind immer unbewusst, weil sie es ja gar nicht lernen, ihren Verstand zu gebrauchen, das habe ich auch nicht gelernt, musste ich auch erst lernen. Also normaler Mensch, sage ich immer, normale Menschen sind immer unbewusst, weil sie es nicht lernen. Ein abnormaler Mensch, und das bist du jetzt hoffentlich, wenn du das siehst, du wirst eben anormal oder abnormal sein, weil du dadurch jetzt dein Bewusstsein erweitern kannst und dich aus deiner Opferrolle rausbefreien kannst, sei es als Narzisst oder Narzissmusopfer, dann bist du nicht mehr ein normaler Mensch. Gott sei Dank, weil normale Menschen können ihren Verstand so gut wie nie gebrauchen, der gebraucht sie. Das ist einfach wahr, auch wenn es unromantisch klingt. Aber es ist so. Du hast keine Chance, du weißt gar nie, wie dein Gehirn reagiert. Braucht nur irgendjemand die Hände schnell zusammenschlagen, dann weißt du, du zuckst. Du kannst nicht sagen, wollte ich nicht. Das kriegst du doch erst mit, dass es gezuckt hat. Wenn dein Narzisst, wenn du Narzissmusopfer bist, dich blöd anmacht, dann zuckt dein Körper. Da kannst du nichts dagegen tun. Nur dann wirst du auf dieser unbewussten Ebene den Narzissten angreifen, anstatt zu sagen, wow, der erinnert mein Gehirn doch nur an meine Eltern, an meine Vergangenheit. Und ich bin wieder in der Opferrolle, weil ich glaube, der Narzisst hat allen Ernstes so viel, ja gut, hat er, wenn du dich nicht auskennst, so viel Macht über mich. Ja, hat er, wenn du dich nicht auskennst. Das ist ja gleich genauer. Und das ist eben der Trugschluss. Ich habe, ja gut, wenn sonst würden die Leute nicht zu mir kommen, noch nie ein Narzissmusopfer erlebt, das zu mir kommt, sagt, Herr Wilsbacher, ich bin bei Ihnen, weil ich bin nicht so gut in Deutsch. Ich bin jetzt auch nicht gerade Hecht im Deutsch, aber wir kriegen das schon hin. Was wollen Sie denn? Ja, ich würde gerne einen Dankesbrief an meinen Narzissten schreiben. Ich sage, oh, Sie haben es kapiert, dass Ihr Narzisst Ihr Lehrer ist und ein wichtiger ja, Lehrer? Nee, das höre ich nie. Ich höre von Narzissmusopfern immer, dass sie eben sich nicht gut fühlen, weil sie immer glauben, der Narzisst ist für ihre Gefühle verantwortlich. Nein, das ist das Blödeste, was du glauben kannst. Niemals ist der Narzisst für deine Gefühle verantwortlich. Es ist dein Reptilhirn, gesteuert, mitunter gesteuert, es gibt mehrere Areale von der Amygdala, ein Angstzentrum, das sagt, da draußen ist jemand, es könnte auch ein Polizist sein oder ein Krieg, das macht mir Angst und ich kann jetzt, habe nicht dieses Uhren-Gott-Vertrauen in mir, weil ich halt nicht die Eltern hatte, die mir Uhren-Gott-Vertrauen gegeben haben. Gut, wenn es gehabt ist, würdest du nie einen Narzisst aussuchen. Das läuft unbewusst, erkläre ich dir auch gleich. Und dann kannst du nicht sagen, ja, mein Narzisst löst ja nur das in mir aus, was ich in mir trage. Danach habe ich ihn auch unbewusst angezogen und ausgesucht, das erkläre ich dir gleich. Ja, muss ich ihm dankbar sein. Das habe ich noch nie gehört. Klar, wenn die Leute dann von mir irgendwann weggehen, und das geht ja schnell, dann wissen sie ja, das Beste, was mir passieren konnte, war, wenn ich Narzisst bin, das Narzissmusopfer, oder wenn ich Narzissmusopfer bin, der Narzisst. Weil der hat mir gezeigt, um was es hier wirklich geht. Und das ist das, was ich dir auch zeigen möchte. Denn wenn du jetzt eine Krise kriegst bei dieser Aussage, und viele kriegen dabei eine Krise, dann bist du ein unbewusster Mensch. Dann leidest du unter, wie ich es immer sage, unter einer Geisteskrankheit, wie ich auch an ihn nicht aufpasse. Das heißt, du kannst deinen Geist, deinen Verstand nicht gebrauchen. Ja, Eckhart Tolle hat es, glaube ich, kollektiver Wahnsinn genannt, die Menschen zu erleben. Ja, das ist das Gleiche. Aufgrund von Unbewusstheit leidest du, weil dir nicht klar ist, dass du deine Narzissten angezogen hast. Und das erkläre ich dir gleich genauer, dass du eine Chance hast, was zu machen. So, also das möchte ich jetzt abkürzen. Das hast du ja eben genau in deiner Übung gefühlt, als ich gesagt habe, denk an was Negatives, wurde der Körper eng, deine Stresshormone wurden ausgelöst und du hast das jetzt deutlich gefühlt. Und hat es vielleicht, wenn es stärker wurde, sogar Angst, dass es schlimmer wird. Ich habe ja auch extra gesagt, nimm was Leichtes bei der Übung, dass es dich nicht einholt. Es handelt sich also bei jedem menschlichen Problem, egal, ob du Lese-Rechtschreibschwäche hast, ob du Nahrungsmittelunverträglichkeiten hast, ob du narzisstische Themen hast, es handelt sich immer, immer, immer bei jedem Problem um eine Drogenabhängigkeit. Der Körper hat sich so an diese Drogen, an dieses Scheißgefühl gewöhnt, dass du es um jeden Preis haben möchtest. Immer wenn es den Menschen zu gut geht, dann machen sie irgendwas, damit es ihnen wieder beschissen geht, damit sie wieder zu Hause sind, in ihrer Komfortzone, ihrem Lieblingsgefühl. Das heißt, wenn du einen Narzissten hast, warum hast du ihn nie verlassen? Immer wieder die Ausreden, ich kann ihn nicht verlassen. Sag ich, ja, das ist wahr, weil du diese Scheißdrogen brauchst, weil du den Narzissten missbrauchst, dass er dir auf die Mütze haut, dass du immer schön sagen kannst, der ist schuld, anstatt zu sagen, den habe ich jetzt wieder missbraucht, dass er mir auf die Mütze haut, dass ich wieder in meinem alten Lieblingsgefühl bin, in meinem Scheißgefühl, wo ich mich sicher fühle, wo ich von klein auf aufgewachsen bin. Und das ist wichtig, dass du es verstehst, also bleib dran. Wenn du jetzt abschaltest, gut, dann bist du zum Tode verurteilt, weil es wird dich umbringen, wenn du das nicht verstehst. So, das Gesetz der Resonanz. Ich versuche es wirklich abzukürzen, aber du siehst ja, mir fallen immer so viele Sachen ein, obwohl ich es immer noch versuche zu verkürzen, aber es sind so viele spannende Themen. Und wenn ich es zu schnell mache, dann schaltest du vielleicht zu schnell ab und denkst, ja, das stimmt nicht. Das Gesetz der Resonanz sagt, ich komme immer mit dem in Resonanz, was ich in mir trage. Okay, das
spreche nur kurz an. Das hermetische Gesetz sagt, wie innen zu außen, wie oben zu unten. Das Gesetz der Anziehung sagt, ich ziehe im Außen nur das an, was ich in mir trage. So, das war jetzt erstmal kurz ein Überblick. Gesetz der Resonanz und der Anziehung, stelle wieder die Sinuskurve vor. Das ist eine Kurve. Das ist der Narzisst, das ist Narzissmusopfer. So passt es noch nicht. Die haben zwar die gleiche Frequenz und die gleiche Amplitude, aber eine unterschiedliche Schwingungsebene. Aber sie haben schon die gleichen Ebenen, weil der Narzisst hat die gleiche Scheißkindheit wie das Narzissmusopfer. Das heißt, in sich tragen sie beide das gleiche Thema. So werden sie jetzt noch nicht, wird nicht viel passieren, aber jetzt kommen sie schon langsam auf die gleiche Ebene. Und wenn sie sich immer mehr annähern, weil sie werden sich annähern, weil sie die gleiche Grundschwingung haben, wird es irgendwann so sein, dass ein Narzisst und ein Narzissmusopfer in einer Art Symbiose leben. Beide brauchen einander, weil sie beide diese gleiche Grundschwingung haben. Das heißt, du ziehst immer im Außen nur das an, was du in dir trägst. Ich zeige gleich noch ein paar deutlichere Bilder. Und das ist das Schöne, wenn du das verstehst, weil dadurch hast du es im Griff, du hast die Kontrolle, du kannst sagen, ich kann mich aus dieser narzisstischen oder Narzissmusopferfalle endlich mal rausbewegen, wenn mir das jemand mal erklärt, warum ich überhaupt da reingeraten bin und warum ich keine Chance hatte. Du hattest ja bisher wahrscheinlich keine, wenn du es zum ersten Mal hörst. Also sei immer gnädig mit dir, es geht nie, nie, nie um Schuld. Das macht keinen Sinn. So. Wir funktionieren, also wie funktioniert unser Überleben? Es funktioniert aufgrund des prähistorischen Gehirns, habe ich schon gesagt. Das steuert unsere Atmung, die Verdauung und all die Flucht- und Angriffsmechanismen. Das heißt also, der Narzisst möchte nicht mehr verletzt werden. Der wurde in der Kindheit verletzt, schwer misshandelt, was auch immer, missbraucht. Der versucht sich nicht mehr verletzen zu lassen. Also, er zieht sich in seine eigene Welt zurück. Rückzug, Flucht, wird beziehungsunfähig. Also Narzissmusopfer ist auch beziehungsunfähig. Und verletzt entweder andere, um nicht mehr selbst verletzt zu werden. Das ist der Gegenangriff. Also vielleicht gibt es Narzissten, oder das gibt es wahrscheinlich schon, die ziehen sich zurück, die sind einfach bei sich, wie es auch mit Narzissmusopfern so ist. Also die haben entweder Rückzug oder Flucht kennengelernt, oder sie gehen Gegenangriffe, machen halt andere fertig. Ein Narzisst kann nichts anderes, wie ein Narzissmusopfer auch nichts anderes kann. Beides wird ausschließlich vom Reptilhirn gesteuert und liegt außerhalb unserer Kontrolle und ist eben eine Selbstverteidigung, Überlebensreflex. So ein Narzissmusopfer möchte doch auch nicht mehr verletzt werden. Auch, denke ich mal da unten dran, möchte doch auch nicht mehr verletzt werden. Hier habe ich es mal ausgedruckt. Also ein Narzissmusopfer hat auch diese Schwierigkeiten erlebt, möchte das natürlich auch nicht mehr erleben. Also zieht sich entweder auch in die eigene Welt zurück, Rückzug, Flucht, oder sucht sich einen Täter, Narzissten, also startet einen Gegenangriff. Damit kommt das Opfer mit seinem Lieblingsgefühl in Verbindung, Drogenentzug praktisch, das ist sonst ein Drogenentzug, der Drogenentzug hat ein Ende. Das ist nur eine Pseudokontrolle, wo man glaubt, beide werden vom Reptilien gesteuert. Ein Narzissmusopfer wird immer, immer, immer wieder einen Narzissten brauchen, egal welche sich brauchen, um sein altes Gefühl getriggert zu bekommen. Das heißt, ein Narzissmusopfer sucht sich auf der unbewussten Ebene, zeige ich dir auch gleich immer wieder Narzissten aus. Natürlich nicht freiwillig, so gestört ist niemand. Aber unbewusst wird der Körper sagen, in der Kindheit, ich nenne es mal salopp, wurde ich scheiße behandelt, vielleicht hatte ich narzisstische Eltern. Ich möchte zwar was anderes, ich hätte eigentlich gerne Leichtigkeit und Liebe, allerdings habe ich keine Referenzerfahrung, habe es in der Kindheit nicht erlebt, also bin ich auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Was kenne ich also besser, wird das autonome Nervensystem sagen, Scheißgefühle, Misshandeln, Opferrolle. Damit kann ich besser umgehen. Also ich brauche einen Narzisst, genau, dass ich Opfer sein kann, weil das kann ich. Damit kenne ich mich aus. Ich hätte zwar gerne, also mein Wirt, das vermeintliche Verstand, hätte zwar gerne das Gegenteil, aber warum wirst du es nie finden? Wie eine Alkoholiker, eine Frau, wo die Eltern Alkoholiker waren, sage ich, ziehe immer nur Alkoholiker an. Ja klar, sie kennt doch nichts anderes. Sie hat als Kind schon gelernt, den Papa zu verarzten oder was auch immer. Sie kennt sich doch damit besser aus, auch wenn sie sagt, ich möchte das nicht. Aber sie weiß doch gar nicht, was das andere ist. Also wirst du das immer ansehen? So, der Narzisst hat Zurückweisung erlebt und das Narzissmusopfer hat Zurückweisung erlebt in der Kindheit. Und beide haben die gleiche Schwingung, deswegen ziehen sie sich an. Beide haben das Thema Zurückweisung. Narzisst und Narzissmusopfer bedienen also nun ihre Schmerzkörper. Beide brauchen sich, wie gesagt, für das alte Lieblingsgefühl. Der Narzisst fühlt sich vom Narzissmusopfer vielleicht bedroht und macht das Narzissmusopfer platt, blöd an, verarscht es, damit er das Gefühl hat, der Narzisst, er steht drüber und wird nicht mehr verletzt. Und das Narzissmusopfer lässt sich verletzen, weil sich damit besser auskennt und merkt gar nicht, dass es eigentlich den Narzissten ja auch mehr oder weniger missbraucht und manipuliert. So, habe ich schon gesagt, Zurückweisung schwingt mit Zurückweisung. Wenn ich in der Kindheit zurückgewiesen wurde, dann kenne ich nur die Schwingung, da werde ich die aussuchen. Wie innen so außen. Zurückweisung zieht Zurückweisung an. Wie oben so unten, ja gut, habe ich gerade schon erklärt.
Da hat noch irgendjemand damals geschrieben, das habe ich da noch drauf, gehe ich nur kurz ein, der Magnetismus würde eine Rolle spielen, Gegensätze ziehen sich an, da wird es nicht stimmen. Ja gut, aber wenn man, weil man fühlt sich von Gegensätzen angezogen, weil man damit seine Bedürfnisse befriedigen möchte. Das heißt, Narzissmusopfer fühlt sich vielleicht erstmal vom Narzissten angezogen, merkt aber gar nicht, dass ein Unbewusst ja was ganz anderes sucht. Also, möchte ich gar nicht so lange rummachen. Das heißt, eher dann eben Gleiches zieht Gleiches an in dem Fall. Zurückweisung zieht Zurückweisung an. Das ist jetzt das, was alle eigentlich wollen. Gerade Narzissmusopfer sagen, ich verstehe das nicht, ich möchte doch einfach nur geliebt werden. Ich suche Liebe und sage, das ist doch in Ordnung. Schön, dass Sie hier sind. Wir können das erarbeiten, aber erst müssen wir mal den Symptomkomplex kennenlernen, sonst wird es nichts. Sie suchen Liebe, schauen Sie mal, das ist die Schwingung. Eine schöne, hohe Schwingung. Da Sie aber in der Kindheit mit dieser Schwingung, mit Angst aufgewachsen sind, Angst und Zurückweisung, schwingen Sie so. Auf dieser Ebene schwingen Sie ganz niedrige Frequenz, ständiger Stress, ständige innere Unruhe, ständig am Handy rumspielen und so weiter. Also, das ist die Angst, die innere Unruhe. Das ist das, was mit dieser Schwingung sind Sie groß geworden. Und jetzt suchen Sie die Schwingung. Wie wollen Sie die jemals finden? Sie können nur das finden, weil das kennen Sie doch gar nicht. Wenn Ihre Eltern das Ihnen gar nicht gezeigt haben, dann werden Sie zwar, ist es im Film schon mal gesehen haben, den Wunsch und das Bedürfnis haben, das zu sehen. Ja, aber Sie werden es nicht finden, weil Sie auf der Suche nach dem Heiligen Gral sind. Sie kennen nur das und Sie werden nur das anziehen können. Denn du siehst ja, wo trifft sich dann in ganz wenigen Punkten? Das ist die Schwingung, die ich suche. Die finde ich aber nicht. Ich finde die Schwingung, also das Zurückweisung. Und das ist genau das, dass man sagt, wenn ich das suche, bin ich auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Das Gefühl, das du anstrebst, aber du wirst immer dieses Gefühl finden. So, jetzt siehst du hier schon eine Warnung, denn jetzt zeige ich dir einen kleinen Animationsfilm, den ich gedreht habe, den ich gemacht habe. Ich werde was dazu sagen. Wenn ich das Video nachher oder irgendwann das bearbeite, schaue ich mal, ob ich das im Großbild zeige oder ob ich so lasse, wie es jetzt ist, dass ich weniger Arbeit habe. Ich werde also was dazu sagen, zu dem, was jetzt in diesem Film passiert. Hier steht also eine Warnung. Bitte schau nur weiter, wenn du bereit für die Wahrheit bist. Aber ich habe es jetzt sowieso schon die ganze Zeit reingestreut. Also ich glaube, falls dich das ein oder andere von mir überrascht oder gar geschockt hat, ja, das wird jetzt ganz sicher nicht schlimmer. Aber es wird dich weiterbringen. Wenn du das verstehst, was jetzt gleich auftaucht, wirst du auch noch deutlicher sehen, was ich meine. Also ich starte mal den Film. Ich hoffe, das läuft jetzt auch. So, hier siehst du, das ist die kleine unschuldige Anna. Das ist die kleine ängstliche Anna. Das ist die kleine zurückgewiesene Anna, die aufgegeben hat. Das ist der kleine unschuldige Tom. Das ist der kleine ängstliche Tom. Und ist der kleine zurückgewiesene Tom, der auch aufgegeben hat. So, die erwachsene Anna, die natürlich auch noch aufgrund ihrer unbewussten Vergangenheit ihre Zurückweisung, die Zurückweisung seitens der Eltern, in sich trägt. Hier sehen wir den erwachsenen Tom, der natürlich seinerseits sozusagen eben auch die Zurückweisung, die er in seiner Kindheit erfahren hat, eben auch noch in sich trägt. Das heißt, hier ist die erwachsene Anna, die fühlt sich in der Zwischenzeit sehr leer, weil sie eben, wie ich es auch schon erklärt habe, plötzlich den Drogencocktail der Zurückweisung nicht mehr fühlt. Sie fühlt sich dadurch einsam und leer, weil sie trägt die Zurückweisung in sich und sie braucht dieses Lieblingsgefühl. Und sie wird es jetzt endlich nicht wirklich sagen, aber denkt, wo bleibt diese Droge, dieser verdammte Drogenentzug? Ich bin total nervös, weil ich fühle meine Zurückweisung und ich fühle mich so einsam und leer. Wo ist mein Lieblingsgefühl? Entweder die Anna denkt dann selbst schlecht über sich, indem sie ihre Gefühle selbst zurückweist. Dann gibt sie sich selbst die Hormone. Sie schaut in die Zeitung und fühlt sich von anderen zurückgewiesen oder was auch immer. Aber sie kennt eben nichts anderes wie diese Zurückweisung, diese negativen Gefühle und ist abhängig davon, dass diese auch auftauchen, sonst wird sie nervös. Und wie du weißt, das Gesetz der Anziehung sagt, das Gleiche zieht Gleiches an. Also wird die Anna den Tom oder Tom Anna ansehen, weil beide haben dieses gleiche innere Gefühl, das sie anzieht, mit dem sie in Resonanz kommen.
Das kannst du nicht verhindern. Und eben, beide suchen ihre Zurückweisung. Beide sind letztendlich Opfer ihrer Vergangenheit, haben keine Ahnung und wissen nicht, dass sie Zurückweisung, also ein negatives Gefühl in sich tragen, versuchen es vielleicht durch Sport oder Positivdenken ständig loszuwerden. Beides sind auf dieser Ebene der Zurückweisung Opfer. Jetzt, wie ich schon erklärt habe, wird natürlich Tom, der zum Narzisst wurde, sagen, okay, ich möchte meine Zurückweisung nicht mehr fühlen, also werde ich Anna zurückweisen, damit ich es nicht fühlen muss. Und Anna wird sagen, endlich kommt jemand und macht mich blöd an und weist mich zurück, damit kann ich besser umgehen, jetzt kann ich über den Narzissten schimpfen und so weiter. Also die Anna ist Opfer und freut sich letztendlich unbewusst natürlich über ihre Opferrolle, weil sie hat jemanden gefunden, der ihr dieses Gefühl der Zurückweisung gibt. Und Tom, der Narzisst, verschleiert es natürlich, indem er glaubt, wenn er jemand anderen zurückweist, geht es ihm besser. Er ist genauso unbewusst wie Anna, aber das ist das Happy End. Beide sind Täter und Opfer. Der Narzisst ist ein Opfer, wird in dem Fall zum Täter und das Opfer ist Opfer und wird automatisch auch, ein Narzissmusopfer wird immer automatisch zum Täter werden, weil es den Narzissten anzieht, braucht, genau genommen missbraucht. Ja, wenn du jetzt denkst, das ist nicht witzig, dann gebe ich dir zu 100% recht. Wenn du jetzt glaubst, das ist doch jetzt nicht witzig, wie kann der das sagen? Allerdings ist die Respektlosigkeit dein Thema. Denn wenn du das jetzt verstehst, dann weißt du, der wahre Respektlose, wenn du Narzissmusopfer bist, bist du. Du gehst sehr respektlos mit deinem Schmerz der Zurückweisung um, mit deinem inneren Schmerz. Mit deiner Zurückweisung. Das heißt, du weist die Zurückweisung zurück, dein inneres Kind, indem du dir den Narzissten zum Täter machst und sagst, der ist schuld, anstatt die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, okay, der Narzisst kann ja nur das in mir auslösen, was ich in mir trage. Also ist der nicht schuld. Und dann kann der auch nichts dafür, du auch nicht, aber du bist dann selbst schuld, wenn du nichts änderst. Und wie du hier siehst, die große Anna weist die kleine Anna zurück. Das ist das, was du tust, wenn du dein Gefühl unterdrückst. Oder es auf dem Partner, auf den Narzissten projizierst. Mach dir immer klar, wenn du nach außen gehst und sagst, der Narzisst ist schuld oder böse oder du bist schuld, wenn du das selbst glaubst, egal. Du weist immer deinen Schmerz zurück. Indem du die Zurückweisung zurückweist. Du weist immer das kleine Kind zurück. Und das ist die wahre Täterschaft. Du bist genauso narzisstisch wie der Narzisst, weil so verhält sich nur ein Narzisst einem anderen gegenüber, wie du dich deinem inneren Kind gegenüber verhältst. Also bist du auf deiner Ebene ebenfalls ein wahrer Narzisst. Beide wollen nicht zurückgewiesen werden, aber tun es. Also mach dir klar, immer wenn du den Schmerz ablehnst, bist du nicht anders und nicht besser wie der Narzisst und du wirst immer nur weiter in die Hölle kommen. Also lerne dein inneres Kind nicht ständig abzuweisen, zurückzuweisen, wie gesagt. Das ist wahrer Narzissmus oder das ist ebenfalls eine Form von Narzissmus. Und wenn Narzissmusopfer sagen, der Narzisst ist der Täter, frage ich dich, wer ist nun der wirkliche Täter oder die Täterin? Der Narzisst sicherlich nicht. Du bist dafür verantwortlich oder wenn du möchtest, selbst schuld, wenn du das jetzt alles hörst und nichts änderst. Weil du wirst immer wieder dein Kind zurückweisen. Also, wenn du wieder mal in deiner Opferrolle verschwindest, dein inneres Kind im Stich lässt dadurch, weil du wieder glaubst, jemand anders ist für dich und deine Gefühle verantwortlich, dann lässt du dein inneres Kind im Stich und verschwindest in deiner Opferrolle und dadurch machst du es jeden Tag umso schlimmer. Und das ist das, was du jetzt hier in diesem Video lernen wirst, noch mehr lernen wirst. Du hast es in der Hand. Du musst es nur durchschauen. So, jetzt bist du zurück. Du hast diesen Animationsfilm gerade gesehen und hast gesehen, wie halt nochmal durch Grafik oder durch Comicfiguren, was ich da wirklich damit gemeint habe. Okay, vielleicht hast du schwer damit zu verdauen. Ja, schauen wir mal. Okay, also ganz klar nochmal. Niemand kann in dir was auslösen, was du nicht bereits in dir trägst. Wenn du von klein auf diese furchtbaren Gefühle in dir trägst, dann hast du sie von klein auf versucht loszuwerden, aber nie geheilt. Und dann wirst du nur Leute antreffen oder anziehen, die genau diese Gefühle bei dir auslösen. Du kommst also immer noch mit der Schwingung deiner Vergangenheit in Berührung. Wenn du also sagst, ich habe einen Narzisst angezogen oder ich wollte den natürlich nicht anziehen, der ist schuld. Nein, niemand ist schuld. Du hast nur nicht verstanden, dass du diese Schwingung brauchst, dass du dieses Scheißgefühl brauchst.
Und das ist das Schlimmste bei Narzissmusopfern, dass sie das ablehnen und nicht kapieren, dass sie ihren Narzissten sozusagen selbst erschaffen haben, dass sie aufgrund der Drogenabhängigkeit, aufgrund eines ganz natürlichen Reflexes gar keine andere Wahl hatten, wie diesem Narzissten zu begegnen, den anzuziehen. Und wenn du das nicht verstehst, dass du das immer nur suchst, dann, ja, sorry, dann hast du gar nichts verstanden, dann wirst du weiter leiden. Aber bleib dran, ich zeig dir noch mehr. Gut. Annahmen von Narzissmusopfern höre ich oft. Was ist, wenn ich in einer narzisstischen Familie geboren wurde? Kann ich nichts dafür. Entschuldige, ich trinke mal einen Schluck. Ja, erstmal ja. Ich sage jetzt so vorsichtig ja, weil ich weiß, mit dem, was ich jetzt gleich sagen werde, haben viele unbewusste Menschen, und dann ist man unbewusst, wenn man das nicht versteht, Schwierigkeiten. Ich gehe einen Schritt weiter. Für mich, du musst es jetzt nicht glauben. Ich glaube, ich bin für alles verantwortlich, und ich glaube, natürlich, ja, erstmal in diesem Leben nicht bewusst habe ich mir das angezogen. Und wenn man sagt, ja Moment, ich bin doch bei narzisstischen Eltern geboren worden, wie kann ich das anziehen? Wenn ich sage, ja gut, wenn du jetzt an Ursache-Wirkung glaubst, das nennt man auch Karma, könntest du sagen, okay, hat es vielleicht was mit meiner früheren Vergangenheit zu tun? Nicht mit Schuld. Karma hat nichts mit Schuld zu tun. Karma ist nur ein einfaches Wort für Ursache-Wirkung. Ich habe irgendwann irgendwas gesät, und jetzt werde ich es ernten. Wenn ich giftige Samen in den Boden stecke, werde ich nur giftige Pflanzen sehen. Das heißt, wenn ich irgendwann irgendwas getan habe, dann werde ich dafür bezahlen müssen. Oder bezahlen klingt komisch, dann werde ich es zurückbekommen. In der Quantenphysik nennen wir es stehende Welle. Ich sende was aus und bekomme es zurück. Und das ist das Positive beim Positivdenken. Das ist ja nicht per se schlecht. Nur in solchen Fällen ist es schlecht bis gar tödlich, wenn man es nutzt, um den Schmerz zu leugnen. Wenn ich positiv denke, dann strahle ich was, sende ich was aus, und dann kommt es auch irgendwann zurück. Sofern ich, und deswegen funktioniert das Positivdenken in der Regel nie bei unbewussten Menschen, sofern ich meinen Schmerz in mir gelöst habe. Wenn ich solche Schwingungen in mir trage, dann kann ich lang positiv denken. Wenn ich sowas mir wünsche, dann kommt es zurück, aber es geht an mir vorbei, weil ich nur diese Schwingungen empfangen kann. Deswegen funktioniert es mit Positivdenken nicht, sofern ich meinen alten, ich sag mal, Mist nicht gelöst habe. Also, aber bleiben wir jetzt einfach mal beim Messbaren. Du musst es ja nicht glauben mit Inkarnation, obwohl es ja auch schon erforscht ist und bewiesen ist, dass es das gibt. Muss man alles nicht glauben. Bleiben wir mal in der messbaren Realität. Wenn du narzisstische Eltern hattest, dann tut mir das leid. Ja, stimmt nicht. Wie kann ich sowas sagen? Es tut mir nicht leid. Weil, stimmt gar nicht. Das wollte dir jetzt einen Gefallen tun. Es tut mir nicht leid, weil es wird dich zwingen, aufzuwachen. Aber viele würden sagen, es tut mir leid. Aber bleiben wir mal beim unbewussten Menschen, der wird sagen, okay, ich kann dafür nichts. Gut, lassen wir es mal so stehen. Okay, das habe ich schon gesagt. Es ist völlig egal, ob du die unbewusst oder bewusst ausgesucht hast. Und es ist ganz sicher furchtbar. Also das muss man nicht leugnen. Das ist die Königsdisziplin. Das wollte ich jetzt nicht erlebt haben, narzisstische Eltern zu haben. Also da habe ich sehr viel Verständnis, auch Mitgefühl Menschen, die so aufgewachsen sind. Nur um das jetzt nicht falsch rüberzubringen. Das ist furchtbar. Auch wenn ich es mir ausgesucht hätte, ist es furchtbar. Keine Frage. Nur irgendwann bin ich 18. Und darum geht es mir jetzt, weil ich weiß, im letzten Video, als ich das nur schon mal gedreht habe, vor einem halben Jahr, hat auch eine Frau geschrieben, ich weiß nicht, ob das Facebook war, ja, ich kann da nichts dafür, wenn ich in eine narzisstische Familie geboren wurde. Da habe ich mich dazu hinreißen lassen. Mir ist nur in der Zwischenzeit scheißegal, was die Leute drüber denken. Damals dachte ich, es war ein Fehler. Da habe ich gesagt, ja, aber vielleicht denk mal über Karma nach. Ich habe nur gesagt, denk mal drüber nach, muss man nicht annehmen. Also, und die hat sich natürlich dann wahnsinnig aus ihrer Sicht verständlich drüber aufgeregt, wie kann man sowas sagen, aber der habe ich auch gesagt. Vergiss mal diese spirituellen oder esoterischen Dinge, wobei das, ja, egal wie man es nennt, sondern irgendwann wurdest du 18 oder jetzt bist du vielleicht 40. Wie lange willst du dich noch rausreden und sagen, ich hatte narzisstische Eltern, kann nichts dafür? Ja, nehme an, du konntest nichts dafür. Irgendwann warst du 18 und volljährig. In dem Moment, wo du volljährig bist, solltest du deinen Verstand mal gebrauchen und sagen, okay, ich habe eine ganz, ganz furchtbare Vergangenheit. Das war ganz übel. Möchte ich niemandem wünschen. Und ich bin so froh, dass ich es überlebt habe und bin froh, dass ich 18 bin und mich von diesen Arschlöchern, meinen narzisstischen Eltern, lösen kann. Und jetzt werde ich meinen Verstand ausnahmsweise mal gebrauchen und werde mal recherchieren. Gibt es eine Möglichkeit, mich aus dieser Rolle, Narzissmus-Opferrolle, zu befreien? Ja, ich zeige dir sie ja gerade. Dann kann ich sagen, okay, egal wie dumm es gelaufen ist, ich werde es in Ordnung bringen. Aber diese faulen Ausreden von Narzissmus-Opfern oft, die sich auf dieser Narzissmus-Opferrolle auch noch ausruhen, sagen, ich kann nichts dafür. Ja, am Anfang möglicherweise nicht. Aber wenn du danach nichts tust oder spätestens jetzt nach diesem Video nicht dich auf den Weg machst und weiterleidest, ja, dann bist du selbst schuld. Für mich gibt es keine Schuld.
Aber dann, ja, dann bist du selbst schuld, wenn du das nicht verstehst oder verstehen möchtest. Da bist du so in deinem Hormoncocktail verhaftet, dass du denkst, Begelsbach ist ein Arsch. Das haben ganz viele wahrscheinlich so gedacht, weil sie Angst hatten, weil sie gehört hatten, der Typ hat Ahnung und der gibt mir jetzt die Verantwortung. Das möchte ich nicht, möchte lieber weiter als Opfer leiden. Und das ist das, was du in diesen Narzissmusopfer Selbsthilfegruppen oft erlebst. Da sage ich nachher was dazu. Okay, also egal wie alt du bist, du kannst alles lösen. Jetzt gibt es natürlich Gefahren und Stolpersteine. Der größte Narzisst, deswegen habe ich damals auch, als ich das Thema aufgegriffen habe, und haben auch ein paar zu mir gesagt, der ist ja auch ein Narzisst. Dachte ich, ja, okay, was ist jetzt ein Narzisst? Dann habe ich so ein bisschen recherchiert. Wie gesagt, ich habe da schon Ahnung gehabt, aber so genau geguckt habe ich da auch nie. Dachte ich, wow, als ich recherchiert habe, bei all dem, was da drin steht, bin ich ja Narzisst. Dann habe ich mal bei Narzissmusopfer geguckt und dachte ich, ups, da bin ich auch Narzissmusopfer. Und dann wurde mir klar, jeder ist zu jeder Zeit alles. Ich habe gar keine Wahl. Und dann wurde mir klar, wow, ich bin wahrscheinlich mehr Narzissmusopfer, nee, nicht wahrscheinlich sicher mehr Narzissmusopfer, also wenn du auch eins bist, willkommen im Club, wie dass ich narzisstische Anteile habe. Und narzisstische Anteile sind einfach Überlebensreflexe, dass mein Organismus vielleicht mal blöd macht und dann wird jemand sagen, der ist aber gerade narzisstisch. Würde ich jetzt zu niemandem sagen, wenn jetzt jemand sagt, oh, der hat sich aber jetzt gerade übel seiner Frau gegenüber verhalten. Was für ein Narzisst. Sagen, ach so nennst du das? Okay. Ich nenne es einen schwer verletzten kleinen Jungen, der sein Herz verschlossen hat und allen jetzt auf die Mütze haut, damit er sein Herz nicht mehr öffnen muss. Und der wird halt irgendwann draufgehen, weil er, wenn er merkt es noch nicht mal. Und der ist noch nicht mal bereit, vielleicht nachzuschauen, weil der sich in seiner Rolle so wohlfühlt und gar nicht weiß, dass er sein Leben lang so stark gelitten hat als Kind und später allen so auf die Mütze haut, also so narzisstische Züge hat, dass er nicht mehr verletzt wird. Ich sehe in einem Narzissten einen kleinen, wie im Narzissmusopfer auch, einen kleinen, liebenswerten, wenn es ein Mann ist, schwer verletzten Jungen oder Frau. Aber nichts Bedrohliches, weil dieser Mensch kämpft um sein Überleben und hat halt eine Möglichkeit gefunden, andere fertig zu machen, dass er selbst nicht fertig gemacht wird. Und Narzissmusopfer hat halt einen Narzissten gefunden, damit er sich selbst nicht fertig machen muss. Und dann sorgt es halt dafür, dass ein Narzisst mich fertig macht. Und blöd ist nur beim Narzissmusopfer, die merken es gar nicht, dass sie größere Narzissten unter Umständen sind wie der Narzisst selber, weil das sind sehr narzisstische Züge. Das zeige ich dir nach, beziehungsweise das habe ich dir jetzt in diesem Cartoon, in diesem Video gezeigt. Dass Narzissmusopfer sehr große Narzissten sind, also Narzissten natürlich auch, weil sie ihr inneres Kind nicht beachten. Also schenkt man sich nichts. Und der Punkt ist eben, mein Ego ist der größte Narzisst, weil es hat Züge und sagt, das und das und das musst du machen oder darfst du nicht machen. Also bin ich ganz oft, oder auch wenn ich jetzt nicht aufpasse, sicherlich immer noch, falle ich auf mein Ego rein. Das sagt, du musst dich schützen und dann kommt vielleicht irgendwas, was ich gar nicht möchte. Und ich sage, okay, kann man jetzt als narzisstischen Zug oder was auch immer bezeichnen, kann man auch als psychopathisch bezeichnen, kann man auch als Luna bezeichnen, ist egal. Letztendlich ist es in der Tiefe immer ein schwer verletztes Kind, das ich schützen möchte. Sieht nach außen nur immer blöd aus, wenn man es nicht weiß, klar. Zu diesen Selbsthilfegruppen. Auf die Gefahr hin, dass mich jetzt wieder alle wieder anklagen, zerfleischen, das werden die Selbsthilfegruppen wahrscheinlich. Ich bin von ganz vielen angesprochen worden und von alle Gruppen, alles waren nur 4 oder 5, wo ich mich ja eingeklinkt habe, oder ich wollte es eigentlich gar nicht, weil ich keine Zeit habe, aber die haben mich eingeladen oder auch da einfach eingetragen, habe ich es mir angeguckt, fand ich immer, die Leute, also die Administratoren klingt gerade komisch, ja, die Admins halt, alles sehr nett, waren eigentlich immer Frauen, wenn ich richtig überlege, ja, und auch die Leute. In einer Gruppe bin ich so liebenswert und herzlich empfangen worden, dachte ich, wow, ist das ein schönes Gefühl. So was hat das, so eine Gruppe hat was. Da wird man aufgenommen, da ist man willkommen, da habe ich gemerkt, wow, das tut mir auch gut. Und da dachte ich, ja, solche Gruppen sind schön. Bis es dann zu verschiedenen Ausfällen kam von einigen, wo ich dachte, okay, das ist dann wohl ein Narzissmusopfer, das jetzt zu einem absoluten Narzisst wird, zu einem bösartigen Narzissten, gefährlicher wie Narzisst. Kannte ich bis dato nicht, aber ist laut der Psychologie, was ich ja weiß, war verständlich und klar, deswegen war das für mich auch nachvollziehbar und in Ordnung. Was ich aber viel interessanter fand, das habe ich allerdings, das kenne ich schon lange, wenn ich mit Alkoholikern die coache oder so, oder eben abhängige, alkoholabhängige Leute oder eben Co-Abhängige, und die sind dann so in Selbsthilfegruppen von Alkoholikern oder so. Ich weiß nicht, ob sich's geändert hat, aber als ich mich vor 25 Jahren darüber schlau gemacht habe, weiß nicht, wann ich da nochmal nachgeguckt habe, fand ich es immer furchtbar in diesen Selbsthilfegruppen, weil es sind nur Opfer.
Und ich hoffe, dass es sich geändert hat. Also bei den Narzissmusgruppen, wo ich da gleich drauf zu sprechen komme, hat sich leider nichts geändert. Aber da habe ich immer gesehen, bei diesen Alkoholikern, das sind Alkoholiker, die sagen, sie waren Alkoholiker oder was auch immer und haben sich als Alkoholiker abgestempelt. Alleine schon nach vorne zu stehen und sagen, ich bin Michael, ich bin Alkoholiker, selbst wenn ich 20 Jahre nichts mehr getrunken habe, ist so ziemlich das Blödeste, was man machen kann. Weil dann bringen wir es auf eine Identitätsebene und wird es ganz sicher nie los. Also das ist völliger Quatsch. Und bei diesen Narzissmus-Selbsthilfegruppen, wie gesagt, fand ich das sehr schön, so einen geschützten Raum zu haben, wo man sich willkommen fühlt. Und ich war total begeistert am Anfang und habe ich mir so die Beiträge mal angeguckt und dachte, ja, schade eigentlich, da wird es jetzt kritisch. Denn wenn die Admins, also die des Leadens oder natürlich auch andere, Kommentare reinschreiben oder Beiträge, wie kann ich Sprachmuster eines Narzissten identifizieren? Da muss ich sagen, egal wer das reingeschrieben hat, der überhaupt nichts kapiert. Oder wie kann ich mich vor meinem Narzissten schützen? Dann habe ich gesagt, die haben ja noch weniger kapiert. Das heißt also, ich habe keinen einzigen Beitrag gefunden. Ja, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob das stimmt. Ich glaube, es war so ein Meditationsbeitrag, das fand ich total schön. Da dachte ich, ja, mach das doch mal. Kommt doch mal, geht doch mal in euer Gefühl und fühlt euch. Ja. Aber alles, dann war ein Beitrag, Selbstbewusstsein kriegen, so dachte ich, boah, cooler Beitrag, gucke ich mir mal an, das ist doch was Schönes. Und dann stand aber drunter, wie du schönes oder gutes Selbstbewusstsein haben kannst, um deinem Narzissten zu begegnen. Da dachte ich, nein, bitte, warum denn jetzt so wieder so ein K.O.-Kriterium? Warum? Weil das 100%, und ich sage es bewusst so, 100% Mist ist. Weil es immer davon ausgeht, dass es da draußen jemanden gibt, den du durch Sprachmuster identifizieren musst, den du loswerden musst. Also alles, was in diesen Gruppen gepostet wird, ist, wenn es dann so ist, zu 100%, wenn es dann so ist, es gibt nicht immer nur 100%, es gibt hoffentlich Gruppen, die anders sind, deswegen ich kann das ja nicht wirklich so, ich kann es so vier Gruppen zu reduzieren, aber letztendlich ist es auch ein psychologisches ja, Erkenntnis oder es gibt Studien darüber über diese Gruppen, dass sie mehr schaden, wie sie helfen. Also nicht nur bei Narzissten grundsätzlich. Und wenn dann sowas geschrieben wird, was darauf abzielt, da draußen ein Feindbild zu eliminieren, dann haben die Leute in den Gruppen oder die Admins nicht das Geringste verstanden und dann sind diese Gruppen gefährlich, dann solltest du dich sofort abmelden und raushalten. Es sei denn, es wäre eine Gruppe und wenn ich eine Narzissmus-Opfergruppe machen würde, würde ich reinschreiben, okay, alle herzlich willkommen, liebe Narzissten und Narzissmusopfer, es dürfen beide drin sein. Und ich würde gleich reinschreiben, wenn einer nur ein Wort oder einen Satz hier reinschreibt, im Kommentar oder im Videopost, wo drin steht, du, der oder die, also was mit außen zu tun hat, fliegt der ohne weitere Erklärung aus der Gruppe, sofort gelöscht. Wenn aber jemand schreibt, weiter dann schreibt, da draußen war jetzt mein Narzisst und der hat mich wieder fertig gemacht. Das darf ich beschreiben. Das ist ja erstmal eine Beschreibung einer faktischen, also einer Realität von Fakten. Und wenn dann würde ich es noch nicht löschen. Ich lese den Satz zu Ende, erst dann würde ich es löschen. Und wenn dann der Satz weitergeht, wo drin steht, und dieses furchtbare Blödanmachen von meinem Narzissmuspartner hat mich gezwungen, mein inneres Kind zu fühlen und ich bin mir selbst als Opfer so dankbar, dass ich es verstanden habe und letztendlich auch dem Narzissten, dass er es macht, weil dadurch kann ich was fühlen zeigen, das ist der Bringer. Solche Kommentare wünsche ich mir, dass die Leute reinschreiben, boah, wurde von meinem narzisstischen Arsch wieder blöd angemacht oder was auch immer oder ich habe erkannt, dass ich immer wieder blöd angemacht habe, dass er mich blöd anmacht, man gönnt sich ja sonst nichts und ich wusste nicht, habe keine Zeitung zur Hand gehabt, um meine Lieblingsdroge zu besorgen, habe ich halt meinen Narzissten ein bisschen gekitzelt, dass er mich blöd anmacht und zum Glück habe ich es kapiert und habe nichts von meiner Freundin gleich angerufen, er hat mich wieder blöd angemacht, weil mir war klar, nee, ich habe es ja mal wieder provoziert, weil ich auf Drogenentzug war, mir ging es einfach zu gut. Solche Beiträge wären wichtig. Aber jeder, der da reinschreibt, ja, mein Narzisst hat wieder das getan, oder wenn es ein Narzisst wäre, mein Narzissmusopfer hat mich wieder missbraucht, die schreiben ja auch den gleichen Mist rein in diesen Narzisstengruppen. Ja, mein Narzissmusopfer hat mich wieder missbraucht und beschimpft mich als Narzisst. Denke ich, die haben auch nichts kapiert, die Narzissten. Was soll denn der Quatsch? Das heißt, jeder, in welcher Gruppe auch immer, der immer über andere schreibt und nicht konsequent weiterschreibt, dass es da draußen eine Welt gibt, die eine Wirkung auf mich hat und ich dankbar bin, dass ich es kapiert habe, weil ich nie kein normaler Mensch mehr bin, nämlich ein Anormaler, der seinen Verstand mal gebrauchen kann und sagt, okay, das ist furchtbar, wenn ich mit einem Narzissten zusammen bin. Ja, aber warum trenne ich mich nicht? Ganz einfach, weil ich dann meiner Verlustangst begegnen muss, bin ich lieber im Arsch zusammen, wie dass ich mich mit meinem inneren Kind rumschlagen muss und ich kann ja dann niemanden mehr beschuldigen, wenn ich keinen Narzissten habe. Oder umgekehrt, Narzissmus Opfer, das ist mir beides gleich. Das ist der Punkt.
Wenn du in eine Gruppe gehst und da drin, da heißt, hier ist, du bist hier willkommen und du darfst über deine Gefühle schreiben. Du darfst schreiben, mein Narzisst oder mein Narzissmusopfer hat mich angeschrien oder was auch immer belästigt und es hat bei mir einen wahnsinnig tiefen Schmerz ausgelöst. Ich war wahnsinnig traurig. Das ist jetzt noch nichts sagen. Also das ist faktisch richtig, aber noch nichts sagen. Wenn dann kommt und ich werde es ihm heimzahlen oder irgendwann werde ich das ihm oder so oder ich, ihn oder ich, armes Opfer, sofort aus der Gruppe entfernt. Weil das sind Leidensgruppen, die das noch viel, viel mehr verschlimmern. Wenn ich dann aber schreibe, ja, ich bin noch nicht so weit, bitte helft mir, gebt mir Feedback, sagt mir, ja, ich bin hier willkommen, ich bin einfach noch nicht so weit, um mich von meinem Hormon- und Drogencocktail zu entfernen. Ich bin leider noch Heroin, also narzisstensüchtig. Ich schaff's noch nicht, gute Gefühle länger aufrechtzuerhalten. Ich schaff's noch nicht, aus meiner Narzissmusfalle rauszukommen. Ich brauche noch meinen Drogendealer-Narzisst, der mir immer dafür sorgt, dass ich mich scheiße fühle. Also helf mir mit einem Gebet, mit Meditation oder sprech mir zu, ja, arbeite mit deinem inneren Kind, wie es dir Begelsbacher vorschlägt, dann brauchst du dich nicht mehr misshandeln lassen, missbrauchen lassen. Das sind Beiträge, die wichtig sind. Und da ist es wichtig, dass die Gruppe sagt, ja, bleib dabei, mach die MB-Methode, die Michael-Begelsbacher-Methode, die zeigt dir, wie du durch deinen Schmerz durchkommst, dann kannst du locker gehen. Und dann wirst du da keinen Narzissten oder Narzissmusopfer so wie mir anziehen, weil du endlich mal kapierst, dass du Dreh- und Angelpunkt deiner Welt bist. Das wären schöne Gruppen, aber in jeder Gruppe, wo, wie ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, wo so gesprochen wird, das sind dann wirklich Narzissmus-Opfergruppen und da werden noch mehr zu Narzissmus-Opfern wie durch Narzissten wahrscheinlich selbst oder gut, da kann es ja nicht schlimmer werden, wenn man das nicht kapiert. Und das gilt für die Narzissten genauso. Wenn ein Narzisst schreibt, habe ich auch schon gelesen, ja, diese furchtbaren Narzissmus-Opfer, was die mir alles antun, die missbrauchen doch die Narzissten immer und sagen, die Narzissten sind schuld. Sag ich, ja, und lass die doch in Ruhe. Wieso reagierst du darauf? Du bist ja kein bisschen besser. Also dann hast du ja die gleiche Baustelle. Wieso regst du dich darüber auf? Wieso gibst du einem Narzissmusopfer so viel Macht? Oder wieso gibt ein Narzissmusopfer einem Narzissten so viel Macht? Ja, ganz einfach, weil wir alle aus dem gleichen Stall kommen, wir alle unser Lieblingsgefühl fühlen wollen. Denk immer dran, dieser Hormoncocktail, da habe ich jetzt noch Cortisol draufstehen, das stimmt nicht ganz, also diesen Hormoncocktail brauchst du und du wirst deinen Narzissten oder Narzissmusopfer, wird ja umgekehrt ein Narzissmusopfer, immer wieder missbrauchen, um sich scheiße zu fühlen. Und das solltest du dir klar machen. Du kommst niemals in ein selbstbewusstes, selbstbestimmtes, glückliches Leben, wenn du das nicht verstehst. Wenn du dir nicht klar machst, du missbrauchst deinen Narzissten oder der Narzisst sein Narzissmusopfer und von seiner eigenen Vergangenheit abzulenken und die Verantwortung für sich nicht zu übernehmen. Wenn du das jetzt verstehst, dann bist du natürlich schon kein normaler Mensch mehr, Gott sei Dank. Dann hast du nämlich schon mehr kapiert und dann hast du eine Chance, was zu machen. Dann weißt du, ja, wir haben beide schwer verletzte innere Kinder in uns. Und mit dem Narzissten wollte ich jetzt auch nicht zusammen sein. Also, was soll das bringen? Das macht ja keinen Sinn. Aber wenn ich jetzt Frau wäre oder Mann mit einem Narzissten zusammen bin und ich kann mich aus dieser Opferrolle noch nicht rausbringen, dann weiß ich, okay, ich brauche noch diese Scheißgefühle, weil ich schwinge immer noch auf dieser Scheißebene. Die muss ich jetzt halt lösen, so wie es Begelsbacher vorschlägt, mal das innere Kind heilen, dann brauche ich das nicht mehr, dann gehe ich, dann habe ich auch keine Verlustangst. Und dann kann ich auch alleine leben, weil sonst brauche ich einen Narzissten, weil ich halt nicht alleine leben kann. Lieber mit Idioten zusammen wie alleine, klar. Und das habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Narzissmusopfer werden dann, ich weiß jetzt nicht, ob man es nur malign nennt oder debitent, wie gesagt, die in Ausdruck interessieren mich nicht, aber Narzissmusopfer, die dann, das habe ich auch ganz oft eben damals erlebt, die dann plötzlich, die sind ganz freundlich, wenn du den Narzissmusopfer alles gibst, so wie ich es ja auch tue, jedem, dann ist alles prima. Sobald du aber einmal dich nicht meldest, nicht sofort da bist, wird ein Narzissmusopfer, also nicht alle, um Gottes Willen, kann ein Narzissmusopfer sehr gefährlich werden. Es ist sofort beleidigt, streicht deine Freundschaft oder deine Bekanntschaft, redet sofort schlecht über dich und dreht es alles um. Und dann wird dieses Narzissmusopfer zu einem sehr gefährlichen Narzissten. Gefährlicher wie ein Narzisst. Denn ein Narzisst ist absolut berechenbar. Ein Narzissmusopfer, das plötzlich invertiert, konvertiert ist, glaube ich, nicht so richtig, sie ändert oder sich dreht, wird wie ein Boxer. Ein Boxer, der steht da, da weißt du genau, wenn du gegen einen Boxer kämpfst, der wird die Fäuste hochnehmen. Aber einer, den angeschlagener Boxer, der wird um sich schlagen, da weißt du gar nicht, oh Gott, wo kommt jetzt der Schlag her? So, er ist sehr unkonventionell, ich kann es nicht mehr berechnen. Und so sind Narzissmusopfer, die konvertieren ja, sich einfach aus ihrem Schmerz rausbewegen, die werden zu extrem gefährlichen, unberechenbaren Narzissten. Gut, das habe ich auch erfahren. Für mich war es ein interessantes Experiment, war es nicht. Erfahren, zu sagen, naja klar, ist total normal, ist total menschlich.
das passiert jetzt nicht nur in diesem Fall, das ist bei jedem so. Der wird unberechenbar, wenn er sich aus seiner Komfortzone rausbewegt. So, was braucht jetzt zur Veränderung? Das kürze ich jetzt ein bisschen ab. Entweder du bist verantwortlicher Schöpfer oder nicht verantwortliches Opfer. Das muss dir klar sein. Wenn dir das alles jetzt nicht klar ist, du dich aufregst oder denkst, was ist denn das für ein Quatsch, dann hast du, ja, dann habe ich es entweder nicht geschafft, es dir so nahezulegen oder salopp formuliert, du hast es nicht kapiert. Liegt dann möglicherweise auch an mir. Aber ich versuche es halt so einfach, so klar und auch wissenschaftlich zu erklären, dass jeder nachforschen kann. Ist jetzt nichts von mir erfunden, sondern natürlich habe ich das erforscht und es trifft auch in meine Wahrheit und es sind einfach universelle Gesetze, die ich hier beschreibe. Und wenn du das verstehst, dann kannst du was machen. Wenn nicht, dann bist du halt nicht verantwortliches Opfer. Die meisten Opfer, ja, fast, wahrscheinlich alle sind nicht verantwortlich, ja klar, sonst wären sie kein Opfer. Sondern wenn du ein verantwortliches Opfer bist, dann kannst du was machen. Also ich muss aufhören, den Narzissten für meine Vergangenheit verantwortlich zu machen. Umgekehrt natürlich der Narzisst fürs Narzissmusopfer. Ich bin hier völlig unparteiisch. Narzissten wie Narzissmusopfer sind in der Tiefe für mich das Gleiche. Narzissten sind natürlich so die richtigen, ja, offensichtlich wesentlich grausamer und härter. Also wenn ich wählen müsste, also würde ich lieber mit Narzissmusopfer zusammen sein wie mit Narzissten. Aber es macht keinen beides. Wer ist für mich auf der tiefen Ebene einfach ein schwer verletztes inneres Kind? Und ich habe Narzissten natürlich auch behandelt und kennengelernt, gecoacht. Und die sind so oft so schwer, also die sind alle schwer verletzt, sind dann oft so einsichtig, weil sie sagen, ich will das doch alles nicht. Ich habe es mit Narzissten gesprochen, sage, ich bin so ein Opfer meines Egos, meiner Vergangenheit. Ich will das alles nicht. Und sage ich, ja klar, Narzissmusopfer möchte es auch nicht. Dann mach halt mal was. So, also nicht der Narzisst macht dich krank. Oder das Narzissmusopfer, sondern deine Unbewusstheit und die Ignoranz deinem Körper gegenüber. Weil ein Narzisst wird in dir Gefühle auslösen oder umgekehrt ein Narzissmusopfer in einem Narzissten und das Gefühl ist das Problem. Niemals der Narzisst, wenn du einem Narzissten so viel Macht gibst, dann nur weil du ein unbewusster Mensch bist, der seinen Verstand nicht gebrauchen kann und nicht ganz einfache physikalische Grundsätze verstanden hat. Wie kann es sein, wenn mich jemand nicht in den Bauch schlägt? Nur mit einer blöden Aussage. Ein Druck im Bauch erzeugt ganz einfach, weil mein Gehirn meine Vergangenheit sieht und sagt, der behandelt mich so scheiße, wie es meine Vergangenheit gemacht hat. Und deswegen wird der Körper eng, weil er ein Muster erkennt. Und da muss ich es doch lösen. Was kann der Narzisst dafür, dass ich eine scheiß Vergangenheit hatte? Was kann ich dafür? Klar, ich kann auch nichts dafür, aber ich soll es lösen. Weil dann kapiere ich, ich habe den Narzissten danach ausgesucht, nach meiner Vergangenheit. Damit ich schön verschleiern kann, dass ich nichts damit zu tun haben kann. Ich kann sie dann auf den Narzisst oder das Narzissmusopfer schieben. So. Gut, wenn du es bisher verstanden hast, bist du so gut wie geheilt, ja, weil der erste Schritt zur Heilung, zur Veränderung ist immer, sein Bewusstsein zu erweitern. Denn niemand leidet absichtlich gerne. Es ist immer unbewusst. Oder viele sagen doch, ich weiß, dass ich leide und ich möchte lieber mit meinem alkoholkranken Mann zusammen sein, auch wenn er mich ständig zusammenschlägt. Das kann ich berechnen, aber wenn ich alleine wäre, wenn ich mich von ihm trenne oder bevor ich einen neuen habe, diese wahnsinnige Einsamkeit und Verlustangst, die kann ich nicht aushalten. Also es gibt schon Leute, die es wissen, aber trotzdem halt nicht aus der Falle rauskommen, wenn sie nicht wissen, wie. So, was habe ich da noch schreiben? Ja, das liest du ja, wirst du weiter in deiner Hölle leben. Okay, du kannst ein glückliches, unbestimmtes Leben leben, wenn du es möchtest. Und letztendlich solltest du immer da klar machen, in erster Linie solltest du immer dir danken, denn dann bist du auf dem richtigen Weg. Wenn du weißt, okay, ich habe das nicht gewusst, ob du jetzt Narzisst oder Narzissmusopfer bist, natürlich nicht. Aber jetzt habe ich dir einen Plan gegeben. Und wenn dich das jetzt nicht anspricht und nichts tust, wirst du weiter leiden. Und dann wirst du krepieren, und zwar ganz grausam. Du wirst nämlich kein Leben, sondern versucht zu überleben. Wenn du es verstanden hast, sagst du, ich habe es noch nicht ganz verstanden, vieles hat mich jetzt genervt, getriggert, oder ich fand es arrogant oder blöd von Begelsbacher, aber irgendwas war wohl dabei, dann guckst du dir noch ein paar Mal an und da wirst du verstehen, das hat was. Der Typ gibt mir doch tatsächlich eine Möglichkeit, was zu machen. Ja, klar, man kann immer was machen, wenn man es versteht. Und dann kommst du aus dieser Falle raus, ob du Narzisst oder Narzissmusopfer bist, ob du Hautprobleme, Krebs hast, letztendlich ist es egal. Und da warst du leid. Es gibt immer einen Weg, um zu verstehen. Das heißt, dein Bewusstsein muss erst erweitert werden, dass du keine Wahl hattest, dass du Gottes Willen nie schuld bist als Opfer oder als Narzisst. Das sind furchtbare Konzepte zu glauben, ich bin schuld. Ich bin nur dann sozusagen selbst schuld, wenn ich das jetzt höre und nichts mache. Ja, aber davor weißt du es doch gar nicht, dann kannst du auch nicht schuld sein. Einfach unbewusst. Ja, okay. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du bereit bist, dir deiner Einzigartigkeit zu begegnen, zu verstehen, dass du irgendwann ein kleines, liebenswertes, unschuldiges Wesen warst, das schwerst traumatisiert wurde, dann entweder als Narzisst in den Angriff ging oder als Narzissmusopfer in die Flucht oder temporär mal unterschiedlich und dass du keine Wahl hattest, bis jetzt vielleicht, wenn du es zum ersten Mal hörst.
Aber du hast jetzt eine Wahl. Du kannst schauen. Denn wenn irgendetwas von meinen Aussagen dich bewusst und gezielt wähle, bei dir was auslöst, musst du dir klar machen, es ist immer dein Problem. Ich hab meins noch. Nie meins. Ich bin nicht für deine Gefühle verantwortlich. Und wenn da Gedanken kommen wie, das ist Quatsch, das ist nicht richtig oder der, was auch immer, ist ein Arsch, ist es immer dein Problem, nicht meins. Denn wenn ich es schaffe, bei dir was auszulösen, würde mich das freuen, weil dann würdest du sagen, oh, das eine fand ich jetzt, weiß nicht, arrogant oder ignorant oder was auch immer man sagen könnte. Und das hat aber doch wieder nur mein inneres Kind getriggert. Und zum Glück bin ich nicht so ignorant und sage jetzt, Begelsbach ist ein Arsch, sondern ich fühle es und bin ihm oder wem auch immer dankbar, vor allen Dingen dir, dass du das verstehst. Und dann hast du eine Chance. Ein absolut tolles, glückliches und gesundes Leben zu führen, denn die Lösung trägst du in dir. Der Schmerz ist der Schlüssel zur Lösung. Nur dein Gehirn, unser Gehirn, meins macht es auch, deswegen seid ihr nie böse, wird erstmal reflexartig, darauf ist es trainiert, den Schmerz versuchen zu leugnen oder jemand anders zu überzustülpen. Das ist normal. Nur wenn du deinen Verstand dann irgendwann einschalten oder mal gebrauchen kannst, dann müsstest du wissen, okay, der erste Reflex ist wie beim Autofahren, erstmal hupen oder erschrecken und dann muss ich mir klar machen, die Energie gleich rausgelassen und jetzt ist klar, jetzt resette ich mich wieder und mache mir klar, da ist niemand jetzt schuld, dass ich mich aufgeregt habe, das macht mein Hirn. Ist also niemand schuld, du nicht, der Narzissmus nicht, das Narzissmusopfer nicht, es ist einfach deine Vergangenheit, die du nicht verstanden oder geheilt hast und die ist nicht schuld, die ist. Ist nur schade, wenn du es nicht lernst. Das heißt, du trägst ein schwer verletztes Kind in dir, das schwerst traumatisiert wurde, das ist da unten, und du bist immer auf der Flucht nach draußen, anstatt dem Narzissten, wenn du jetzt Narzissmusopfer bist, zu sagen, danke Meister, ich übertreibe es ein bisschen, dass ihr mich blöd angemacht habt, dadurch wurde ich an meinen Schmerz erinnert, den ich lösen kann, also brauche ich dich lieber Narzisst noch, denn wenn ich immer weniger auf dich reagiere, weiß ich, ich habe es immer mehr geheilt. Und dann kriegst du gar nicht mehr mit, was du machst. Dann werde ich für dich langweilig, dann suchst du ein anderes Opfer. Ich bin ja gar keins mehr. Und ich suche mir dann endlich das, was ich verdient habe, nämlich diese Schwingung, Liebe und Leichtigkeit, weil ich liebenswert und leicht mit meinem inneren Kind umgehe. Nämlich, wenn du weiter glaubst, dass das Narzissmusopfer, wenn du Narzisst bist, für dich verantwortlich ist oder der Narzisst für den Narzissmusopfer, dann machst du weiter so. Dann ignorierst du dein inneres Kind und dann wirst du draufgehen. Du hast es also in der Hand. Das bedeutet, der Schmerz ist der Schlüssel zur Heilung. Also immer wenn du versuchst, positiv zu denken, um den Schmerz nicht zu fühlen, dann bist du am weitesten von der Heilung entfernt. Mach das zwischendurch, weil dieser Heilungsprozess, wenn du durchgehst, ist sehr anstrengend. Das sollte man auch sehr moderat und langsam machen. Aber es ist auf jeden Fall ein hundertprozentig sicherer Weg. Der da oben wird nie funktionieren. Oder nur temporär wirst du dir einbilden, dass es dir gut geht. Nur wenn es dir als unbewusster Mensch ab und zu gut geht, dann geht es ja nicht gut. Dir geht es in dem Moment einfach nur weniger schlecht. Das fühlt sich auch gut an. Gut. Also der Schmerz, dieses Leid, das du in dir trägst, ist dein Lehrer. Und jeder Weisheitslehrer, jeder, der sich ein bisschen auskennt, oder braucht man gar kein Weisheitslehrer sein, der das Gesetz der Homöopathie kennt, weiß Gleiches mit Gleichem. Das heißt, du kannst Leid und Schmerz nur mit Leid und Schmerz behandeln. Ganz sicher nicht mit Glück oder Leichtigkeit. Das geht nicht. Also freu dich darüber, dass du es geschafft hast, einen Narzissten anzuziehen. Freu dich darüber, dass du dieses Video gefunden hast. Freu dich darüber, dass du überhaupt noch zuhörst. Vielleicht haben schon viele abgeschaltet und gesagt, was für ein Idiot. Das wird es ganz sicher geben. Die haben halt gar nichts kapiert. Dann werden sie halt weiter leiden müssen. Ist halt so. Dessen gehört es einfach in ihr Leben. Das ist doch in Ordnung. Das ist auch nicht falsch. Wenn du jetzt noch zuhörst, dann hat dich irgendwas interessiert oder fasziniert, wo du sagst, ja, das hat was mit mir zu tun. Dieser Typ, Michael, gibt mir eine Möglichkeit, eine Bedienungsanleitung, um mein Leben kennen und annehmen zu lernen. Und ich wurde damals auch gefragt, mach doch mal einen Videokurs. Ich hatte nie Zeit dafür, ich habe in der Zwischenzeit eingemacht, hätte ich es fast wieder vergessen. Also, wenn schon soweit ist, weiß ich noch nicht, wirst du einen Link darunter finden. Da kannst du einen Online-Videokurs buchen, der dir viel Zeit und viel Geld erspart, um aus diesem Leid rauszukommen. Also nur zur Info. So. Das heißt, du hast es jetzt in der Hand. Du hast die Möglichkeit, was zu verändern. Ich wünsche dir. Und wenn du Hilfe brauchst, guck dir einfach meine ganzen anderen Videos hier noch an. Oder wie gesagt, es gibt ja einen Online-Kurs, den du machen kannst. Du kannst zu uns kommen, zu mir oder zu meiner Frau. Man kann per Telefon, per Skype arbeiten, kannst zu uns kommen. Es gibt viele Möglichkeiten. Solltest du irgendwann jemanden suchen, der professionell dir hilft, und das wäre wünschenswert, wenn du das kapiert hast, dass du auch, wenn du schwer verletzt wurdest, einen Therapeuten brauchst, dann gibt es für mich nur eins, Traumatherapie. Mach bloß nie eine Gesprächstherapie, sei du möchtest weiterleiten.
da spricht man nur über Dinge und macht es nur noch schlimmer. Es macht keinen Sinn, wenn ich in einer Therapie, in welcher auch immer, über mein inneres Kind spreche, aber nicht an die Gefühle komme. Und dazu ist die Gesprächstherapie oder viele andere Therapien gar nicht ausgebildet. Das machen die nicht und dann machst du es nur schlimmer. Das hat auch Peter Levine in einem seinen Vorträgen schön beschrieben, dass solche Therapien, Gesprächstherapien, das Ganze nur noch mehr verschlimmern, weil das Kind einfach nur noch mehr weggeredet wird, anstatt gefühlt wird. Also da bitte, das mag für andere Sachen gut sein, aber ganz sicher nicht für solche Geschichten. Du hast ein schweres Trauma und du sollst dann Traumatherapie machen. Da kannst du dich schlau machen. Peter Levine, Somatic Experiences oder auch SE abgekürzt, wäre das Mittel der Wahl. Es gibt auch Urschreitherapie, holotropes Atmen, viele Dinge, die man machen kann, aber man braucht halt ein Konzept. Und die Traumatherapie hat ein sehr klares Konzept und es gibt sicherlich auch noch andere. So wie meine Methode auch, die hat ja alles mit drin. Gut. So, ich habe noch keine Ahnung, wie lange das jetzt ging. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich freue mich, wenn du noch da bist. Ich freue mich, wenn es dir irgendwie geholfen hat. Und wenn du einen Kommentar reinschreiben möchtest, gerne. Wenn es irgendwelche Kommentare gibt, wie bei den letzten Videos, die einfach nur schwachsinnig sind, sage ich mal bewusst, die werde ich sofort löschen. Letztes Mal habe ich sie drin gelassen und das hat irgendwie nichts gebracht. Also schreib gerne rein. Du darfst kritisieren, du darfst alles reinschreiben. Nur wenn es so ganz komische Kommentare waren, die es schon mal gab, also die werde ich dann einfach gleich löschen. Gut. Jetzt hoffe ich, dass ich dir damit ein bisschen helfen konnte. Schreib mir gerne, wenn ich dich unterstützen kann. Und wenn du bis jetzt noch dabei bist und nur ein bisschen was verstanden hast, dann wow, dann herzlichen Glückwunsch, dann hast du eine Chance zu machen und schau dir das Video am besten in Etappen nochmal an. Da war vielleicht, wenn du jetzt ganz neu bist auf dem Kanal oder mit dem Thema, zu viel, zu schnell. Dann guck dir die Videos zum inneren Kind an, das Video, die Gefühle fühlen, die Videos zur Büchse der Pandora. Ich glaube, ich habe knapp 50 Videos hier. Das ist ja alles kostenfrei, da kannst du wirklich alles erreichen und machen. Und wenn du nicht weiterkommst, dann brauchst du einfach professionelle Hilfe. Gut, also, ich freue mich von dir zu hören oder ich freue mich, wenn du dich auf den Weg machst. Und dann bis vielleicht irgendwann, dein Michael.